Hallo und herzlich willkommen zu Dota 2 Replaycast Nummer 9. Ich bin nochmal in dem Match vom Dota Summit 10 und zwar ist es hier Team Serenity gegen Team Complexity. Team Serenity, ein chinesisch-malaysisches Team, hauptsächlich chinesisch, da ist eben momentan noch der Carry mit dabei. Wo haben wir ihn denn? Archit nämlich auf der Brute Mother. Brute Game, kann sehr spannend werden. Archit ist da ein Stand-In, weil Aventador nicht da ist in dem Fall. Da haben wir eben noch Rochi auf dem Earthbird, wir haben ZYD, XCJ und da oben noch PYW. Grandiose Namen auf jeden Fall. Auf der anderen Seite haben wir Team Complexity, da sind wir auch schon Tavo. Da haben wir dann noch mit dabei Adam, Schrägstrich 343. Wir haben hier oben Limp und ganz in der Top-Lane Seafreak und Miracle. Also hier auch der Carry, der Wraith King. Und hier unten soll ein bisschen um die Rune gebettelt werden. Da steht Tavo bereits parat, um diese Rune zu contesten. Da kommt jetzt auch noch der Undying mit dazu. Mal sehen, wie das erste Early Game Battle ausgeht. Ja, bisher kein guter. Und doch doppelt. Das waren zwei Hero Decay tatsächlich. Somit die Rune wird hier an Complexity gehen. Und auch hier kommt der Invade. Da sieht man das Miracle. Pusht da dem Doom entgegen. Hat dann natürlich auch seinen Stun mit dabei. Einmal dann Wraith Fire Blast. Da kommt der Stun. Da kommt die Bounty Rune. Somit drei Bounty Runes für Complexity und eine für Serenity. Dementsprechend schon mal nicht der schlechteste Auftakt für Team Complexity. Natürlich, sie haben eine Brute gegen sich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn die Brute out of control gerät, kann das ziemlich eklig werden. Die Brute Mother ist eben dazu da, dass sie hier das Spiel übernimmt und alleine die Midlane frisst und damit dem Team Complexity großen Schaden und Sorgen bereitet. Auf der anderen Seite haben wir da eben Limp auf dem OD. Der hat Möglichkeiten, die Brute in den Griff zu kriegen mit dem Astral Imprisonment, mit dem Arcane Orb da noch mit dazu. Der macht dann einen guten Slash Damage auf die ganzen kleinen Spinnen, aber es wird auf jeden Fall nicht ganz einfach. Hier drüben geht es bereits mit ein bisschen Schaden auf dem Doom. Da ist eben auch die Dark Willow als Ranged Hero ziemlich hilfreich gegen die zwei Melees, die da unterwegs sind. In der Bottom Lane wird auch gefightet, wie man sieht. Und eigentlich bereits auf unter der Hälfte an Hitpoints. Das Team Serenity teilt da bisher gut aus. Und hier oben wird die Creep Wave einmal geklaut von Rochi. Aber, oh, wird er nochmal gestoppt mit dem Bramble Mace und er wird da einiges an Schaden dafür kassieren. Das tut ihm doch auch ordentlich weh. Lobt nochmal einmal zurück auf Seafreak. Aber trotzdem, der Ranged Hero gegen den Melee Hero ist einfach ein Fight, den man so momentan noch nicht gewinnen kann, ohne irgendwelchen Levels. So, da geht's weiter. Da wird weiter gejagt. Und Rochi einmal ein Tango essen und eben die Creep Wave wird dann rübergezogen zum Doom. Rüber in die eigene Creep Wave, damit man eben hier weiter lasteten kann, ein bisschen weiter vorne. Limp battelt sich hier und in der Bottom Lane. E43 hat bereits einiges an Schaden abgekriegt. Und natürlich jetzt weiter geht's der Fight um die Last jetzt erstmal am Anfang. Oder eben um den Kill, wenn man einen guten Kill kriegen kann. An Top Lane, Dark Willow. Sucht er wieder die Creeps auch ein bisschen wegzuziehen, um zu sortieren, damit die Wave besser läuft. Hier gibt's einmal den Go. Die beiden Stunts tatsächlich von den Serenity Heroes. Und Complexity ist da ziemlich low, aber momentan, ja, kommt da alles weg. Es wird disengaged. Aber hier drüben, die Dark Willow ist am Start. Und zwar gegen den Doom, da kommt immer das Bramble Maze. Aber das sind die beiden Heroes und da kommt das First Blood. Somit, Team Serenity holt sich hier First Blood auf dem Doom. Die Dark Willow war da zu weit vorne. Und da kam sofort eben der Konter. Oh, hier ging es tatsächlich ziemlich krass auf Serenity's Grimstroke. Stattdessen gibt es aber den Kill auf Tavo hier oben. Somit, Serenity holt sich hier zwei Kills. Einmal in der Top Lane, einmal in der Bottom Lane. Und der Undying ist auch mega low und hat fast kein Mana mehr. Schnappt sich hier zumindest mal die Neutral Creeps, so gut es noch geht. Durch sein Decay natürlich auch einiges an Schaden, den er ansammelt, weil er dazu zusätzliche Stärke bekommt. Und in der Midlane wurde eine Region Rune aufgesammelt auf Rochi und da geht's auf Limp. Der OD wird da angegangen, aber hat noch Astral. Er hat jetzt wieder Astral, könnte also notfalls noch einen Hero wegsperren und sich damit safen. Undying geht da auf eine kleine Reise, um sich selber zu entsorgen, um dann wieder zu respawnen mit vollem Leben, vollem Mana. Aber erstmal hier Suicide am Tower und pum. Und hier geht es auch nochmal auf den Clockwork. Ein weiteres Mal. Tavo kassiert da sehr viel Damage. Trondet sich da fröhlich weg. Da kommt eben jetzt dann gleich der Undying nochmal wieder mit dazu. Trotzdem, bisher das Opening läuft ziemlich gut für Team Serenity. Zwei Kills gemacht. Einmal noch der Undying, der sich hier entsorgen musste. Und die Brute Mother hat bisher auch keinen schlechten Anfang. Es wurde am Anfang ein bisschen ausgebremst, aber inzwischen hat sie doch jetzt hier die Spiderlings. Man sieht es auch, Limp hat da Probleme. Kriegt da mehr und mehr Schaden ab. Kriegt richtig viel Schaden ab. Aber da hört das Spinnennetz auf, somit sind die Spiderlings da nicht mehr so effektiv. Die können nur stacken, solange sie auf einem Netz unterwegs sind. Sobald die außerhalb eines Netzes sind, dann splitten die sich in ein kleines Grüppchen, brauchen also viel mehr Platz. Daher haltet man am besten da drauf, zumal man auch den Speedboost mehr kriegt. Der Versuch jetzt hier, auch die Spiderlings anzugehen, gelingt aber nicht ganz für Limp. Somit bleibt das erstmal der Situation. Hier wird
Wurde in Go betrieben, aber Doom lebt noch. Doom ist ziemlich zäh, schwer den Tod zu kriegen. So einfach, hat auch noch einiges an Heal. Auch Rochida noch, nimmt sein letztes Tango mit dazu. Ja, und Agit ist am Farmen. Die Broodmother ist am Farmen. Das ist das Gefährliche. Währenddessen aber auch der Wraith King hier. Miracle hat auf fleißig Last gesammelt, geht da auf eine Midas. Und hier in der Midlane wird weiter auf die Spinnen gefeuert, aber weiterhin kein Erfolg hier für den OD. Da gibt es den Battle um die Rune, aber die Rune spawnt hier oben und da ist auch der Earth Spirit ein weiteres Mal unterwegs. Rochi wird das Ding finden, wird das Ding sich schnappen. Archit währenddessen ist einfach noch mit Battlen beschäftigt. Da wo hier momentan auch alleine in der Bottomland, da ist gerade der Undying, hat da nochmal ein Ward gesetzt. Somit haben wir zumindest mal die Vision direkt auf die Broodmother. Und die Illusion-Rune wurde genutzt. Rochi läuft hier nach oben, aber splittet sich mit seiner Illusion weg. Will er sich ein bisschen antäuschen, dass das sein echter Hero ist und dass damit quasi Complexity sagen, okay, guck mal, ich bin in der Lane, alles halb so wild. Währenddessen ist aber mit seinem eigentlichen Hero hier unterwegs und der will hier einen Gank starten auf Lim. Und Lim steht da ziemlich gefährlich, da kommt der Roll, schöner Stun hier und damit Lim, er wird hier nicht wegkommen, setzt mal das Astral. Aber er trifft hier nicht Rochi tatsächlich, er trifft daneben, trifft nicht den Earthbird, aber selbst dann hätte es ihm nicht wirklich viel gebracht, geht hier down. Madison in der Bottom Lane noch weiter gefightet, Serenity immer noch mit einigsten Damage, was da rausgeht. 343 und Tavo sind dabei der Low. Lim kommt es zurück auf die Lane und da könnte Tavo wieder mal erwischen. Nein, stattdessen hier drüben. Der Kanker ist derjenige, der leidet. Und Tavo, das ist so knapp. Tavo lebt noch. Und nein, Evade hier auf den Auto-Attack. Tavo überlebt das, kann da fliehen, kommt da raus. Währenddessen hier Lim schon wieder am Wegsterben, denn da ist immer noch der Earthbird mit dabei gewesen. Und Archit will einen weiteren Kill. Und er wird diesen Kill auch gegen Rochi und Archit zusammen schnappen sich nochmal den Kill in der Midlane. Und damit die Broodmother hat sehr viel Spaß hier. Der Tower fast tot. Und der OD jetzt zweimal direkt im Rande geschossen, das heißt jetzt auch gar kein TP mehr, sondern muss dann erstmal zurück in die Lane laufen, was mega unangenehm ist. Und hier drüben, der Earthbird denied sich nochmal kurz an Roshan. Und dann zweite Deny in diesem Game, aber von beiden Teams jeweils einer. Ja, die Broodmother hier hat Spaß. Natürlich, was noch gut läuft für Team Complexity, das ist die Toplane. Da sieht man auch, da ist Miracle immer noch fröhlich am Creeps kloppen. 35-11 hat er fleißig Lastes und Denies gesammelt. Aber Midlane und Bottomlane laufen dafür nicht so gut. Aktuell für das Team. Gerade eben Limp hat hier Probleme. Man sieht es erst noch Level 5 auf seinem OD. Wenn das nicht gut macht, ich aber gleich Level 7 mit diesem Katapult. Ja, das ist Level 7 auch durch. Und farmt und farmt und farmt. Hat den Soul Ring bereits fertig. Auf dem Courier hängt momentan Blades of Attack. Das geht hier rüber, das geht auf den Conker. Ja, da man noch fröhlich am Last Hitten ist. Und eben hier, oh, da ist auch immer noch der Earthbird in der Gegend. Rochi wartet immer noch auf eine gute Gelegenheit. Und auch Archit hier fröhlich sammelt noch die Creeps. Und man sieht Limp inzwischen, er muss zum Jungle ausweichen. Aber selbst da ist es gefährlich. Denn man sieht, die Broodmother kann da sofort mit einschreiten. Und das ist eine Doom hier immer noch fröhlich unterwegs. Und da drüben gab es gerade den Go wieder. Weiteres Matabo wird hier belagert. Und auch Adam ist da zwischendrin, aber die beiden Seiten hier haben noch einiges Netpoints. Übrigens sind auch beide Seiten ziemlich zäh. Schwer da wirklich einen Kill zu finden, somit wird er einfach gewertet. Nein, stattdessen ist es in der Midlane, wo es wieder zur Sache geht. Und zwar Nymph wird wieder mal gekillt. Wieder ist Rochi mit dabei. Ein drittes Mal stirbt hier der OD. Und der fällt damit mehr und mehr zurück. Das ist kein gutes Zeichen für Team Complexity. 6:1 bereits im Killcom. Man sieht, die Broodmother belagert jetzt bereits den Tier 2 Tower. Und wird den, oh Gott, wie schnell die den runterfrisst mit den ganzen Spinnen. Der Tier 2 leidet massiv. Hier drüben gibt es den nächsten Golden und zwar unten auf den Undying. Der ist low, der lebt noch ein bisschen, aber es reicht nicht. Tavo ist selber angeschlagen, muss selber ein bisschen aufpassen. Kriegt es aber sofort. Da kommt Seafickle dazu. Der Courier liefert auch noch kurz die Faceboots mit dran und da erwischt Swatchy dann doch mal. Hat schon so viele Aktionen jetzt hier geliefert. Jetzt wird er doch mal wieder dafür, gekillt. Sein erster Tod war ja an Roshan. Drüben Adam setzt mal ein Observer Ward, um da ein bisschen die Vision zu haben. Archit währenddessen kann sich. Er hat bereits die Hälfte der Hitpoints von dem Tower schon runtergefressen. Undying, ja, das ist kein nicht unbedingt die beste Pose. Wenn da von der Spinne gefunden wird, ist er ziemlich schnell Spinnenfutter. Währenddessen ist immerhin noch ein Miracle am Farmen. Hat seine Midas. Also beim Wraith King läuft es noch am besten bisher bei Team Complexity. Der Rest hat sie nicht gelitten. Der nächste Gau auch schon wieder. Diesmal geht es auf Seaflick mit X-Torrent-Combo. Da kommt dann das Shadow Realm. Da kommt aber der Stun noch mit dazu. Das heißt, momentan die Dark Window ist da nochmal gestunt. Ist schon zu wieder auf Seaflick. Wird aber ich am Leben gehalten. Vom Undying Miracle ist jetzt auch mittendrin. Aber mit einer Midas macht er nicht so viel damit. Schaut sie mir leid, mit den Kill auf den Grimstroke zu kriegen. Und CYD muss hier auch noch mitfliehen. Wird noch ein bisschen belagert. Aber er überlebt das. Wenn das hat wir gerade. Was? Kill noch auf die Dark Window? Rochi ging da rein und hat einen Stein rangekickt.
Der Earth Spirit wieder mal unterwegs, einfach ein Playmaker-Hero. Ist einfach weiter hier unterwegs. Man sieht schon, die Midlane ist festes Gebiet von Unchit hier. Er lässt da nicht mehr locker und auch ein Wechsel, die kann da kaum farmen. Wir hatten. Jetzt wurde. Da wurde Doom dafür genutzt, oder? Ja, da ist Doom auf den OD gesetzt worden. Da war eine lange Jagd angesetzt von PYW, aber er kriegt den Solo-Kill ein weiteres Mal auf den OD und der OD hängt jetzt halt mega hinten dran. Wenn wir in die Tabelle schauen, man sieht es hier, Limp hängt da ja fast bei den unteren vier schon rum. Der Earthbird hat bald mehr Gold als er. Das ist ein trauriger Zustand für einen OD. Der hat immer noch, ja, tot ist. Hier drüben geht es das nächste Mal ran. Und zwar auf American, da ist die Ulti genutzt. Der Rädchen kommt zurück ins Leben mit 400 Points, voll Mana, aber eben dafür die Ulti. Und das ist eine Stufe 1 Ulti. Man sieht sie 200 Sekunden Cooldown Time. Die ist lange nicht verfügbar. Und Ben hat Miracle damit ja sein Leben nicht abgegeben, sondern nur seine Ulti. Ist natürlich auch nicht super, aber besser als wenn er gestorben wäre. Da hat er Gold verloren und müsste dann eben noch eine Zeit auf der Bank verbringen. Archit währenddessen, er hat Spaß. Der ist hier jetzt auch hier mit dem Jungle und denkt sich, yep. Mir geht's eigentlich ziemlich gut. Hat ein bisschen gutes Game. Führt da auch an mit 5000 Gold inzwischen. Geht als nächstes aufs Infusion Blade. Dann kann er nochmal gegnerische Heroes slowen. Damit ist das Solo-Kill-Potenzial so ziemlich vollständig. Sobald sich jemand in der Nähe der Spinne zeigt, wird er dann auch entsprechend zerstört. Und da ist immer den Roll. Wieder mal Rochi hier am Start. Schnappt sich hier. Nein, nicht der Kenu geht an Seaflick. Sehr viel Schaden auf die Dark Willow, aber sie überlebt das. Aber die Spinne kommt dazu und das ist genau das. Spinne ist auf der Jagd. Die kleinen Spinnen werden hinterher geschickt. Nochmal der Dodge hier schön auf das Projektil. Aber da kommt der nächste Stop von Grimstock. Trotzdem, Seaflick überlebt das. Aber man hat gesehen, er muss sofort reagieren. Archit ist mega gefährlich schon zu diesem Zeitpunkt. Und er farmt da fröhlich weiter. Limp währenddessen versucht irgendwie in den Modus zu kommen, wo er ein bisschen recovern kann. Und versucht als nächstes auf den Veil tatsächlich gehen. Er braucht natürlich irgendwas und ja, so hat einen großen Bug vor sich, den er hochklettern muss. Zwischen ist Tavo und der Lane unterwegs und der Bottom Lane ist hauptsächlich gerade wieder ein Seafreak. Da ist 343 und der ist einfach nur tot. Das sind drei Heroes, das ist ein easy Kill. Ja, das ist eine Brutmal, das ist auch in der Gegend. Das heißt, Reaktion von Complexity ist gar nicht mal so einfach, weil da eben plötzlich noch Brutmal-Unterstützung kommen könnte von Serenity und dann hat man als Complexity ein richtig großes Problem. Aber man sieht, wie weit die Brutmal hier schon davon zieht und Miracle kann auch gerade überhaupt nicht farmen. Steht einfach gerade zwischendrin und denkt sich, ja, kann mich da gerade schlecht rauswagen. Unterm Tower ist es besser, aber damit, ja, kann er nicht so viel Beteiligung haben am Game. Zumal er hier eben auch im Jungle nicht wirklich farmen kann, weil die Spinne da die ganze Zeit sitzt. Also keine gute Situation hier für Team Complexity. 4000 Gold führen bereits für Serenity und Archit macht davon bereits ein ganzes Stück aus und Serenity auch mit einem Smokey, wie man sieht. Die beiden Supports sind da unterwegs und da könnte ein weiteres Mal Limpia angegangen werden. Er ist ja eh schon das Opfer, so das ganze Game. Ja, das wurde auch gescoutet, da ist ein Observer-Wort in der Gegend. Ja, und da kommt der Roll, Limp. Nein, dodge den Roll. Trotzdem der Silence, der Slow. Das reicht locker, der Damage ist da, die Spinne hilft aus. Archit ist mit dabei. Unten gibt es aber parallel den Go auf CYD und auf der Doom. Der Doom kam als TP-Support mit dazu. Tavo springt auch noch mit rein. Es ist gerade ein großes Chaos zwischen den Bäumen. Aber bis in die Heroes leben noch. Es geht aber weiter auf den Kanker. Kanker geht down, aber TP-Rotation kam hier von Grimstalk und die Heroes von Complexity sind schon ziemlich angeschlagen. Seedig wird dafür sterben. Der Tombstone wurde nochmal gesetzt, aber auch der Tombstone wird das nicht lange aushalten. Die V3 steht noch mit drin, blockt ein bisschen, aber er wird dann nicht, bin ich sicher, wieso überhaupt noch da ist. Auf jeden Fall gibt das somit sein Leben auch ab. Und mindestens zwei Kills für einen. Auch wenn das ein Core gegen zwei Supports ist, aber man sieht es hier, Serenity sammelt dafür mehr Gold, mehr Erfahrungspunkte. Zumal, der, gut, da war der Kill von Limp noch mit eingerechnet in diesem Fight Recap. Ja, und Complexity, es gelingt einfach keine Aktion wirklich so sauber. Hätten ja einfach jetzt gar nicht, die wären ja gar nicht reingesprungen, hätten den Kunker erledigt und dann wieder rausgesprungen, aber das war nicht drin. TP-Rotation kam und prompt haben sie zwei Heroes dafür verloren und dann lohnt sich die Sache nicht. Man sieht jetzt auch, der Wraith King fällt da mehr und mehr. Miracle hat da wirklich Schwierigkeiten, gerade Farm zu finden. Versucht auf einen Radiance zu kommen, ist aber noch weit, weit davon entfernt. 700 Gold, er braucht, ja, 1800 allein fürs Relic und dann noch 1400 fürs Rezept. Währenddessen Archit hier, sein Diffusal Blade ist fertig. Als nächstes gibt es einen Aghanim Scepter. Dann ist die Spinne richtig gefährlich. Dann kriegt sie wesentlich mehr Netze zur Verfügung. Und rennt dann nur wie eine Wahnsinnige über die Karte. Währenddessen belagert Complexity ein weiteres Mal die Bottom Lane. Versucht da was zu machen, denn die Top Lane, da ist gerade der Kanker jetzt unterwegs, räumt den nächsten Tower ab. Der ist selber dran an dem Radiance und das würde nach dem aktuellen Stand schneller haben als der Wraith King. Complexity mit vier Heroes hier unten tatsächlich, aber sie fallen ja dadurch weit und weiter zurück. Es lohnt sich so überhaupt nicht für Team Complex. Man sieht's hier. Der Vorsprung für Serenity wird nur größer. Da haben wir gerade
Ein bekanntes Bild. Ein Earth Spirit und eine Griefwarte zusammen killen einfach Limp. Der stirbt so schnell weg, da kann man gar nicht großartig reagieren. Da will man sich gerade andere Dinge anschauen und prompt stirbt der OD wieder weg. Und somit gehen die Grasen weiter in eine Richtung. Hier gibt es den Konterkopf, wie man gerade gesehen hat. Der Jump mit dem Hookshot. Der versucht hier einmal den Doom zu kriegen, aber da kommt das Soulband, da kommt das Doppel-Doom und die Reaktion ist da von Rogi. Er ist da rein tippieden. Da gibt es zwei Kills erstmal. Clockwork ist weg und Ratings Ulti ist aufgebaut. Es geht weiter auf den Doom. Der soll jetzt endlich doch fallen. Irgendwie will man den hier tot. Der America wird hier krass geslaut. Er kriegt den Kill. Dafür geht er aber auch selber down. Der Wraith King fällt. Und es sind immer noch hier gerade die Dark Willow und der Undying mit dabei. Aber die haben einfach nicht den Damage, wie man hier sieht. Das reicht nicht. Die kommen auch nicht wirklich weg. Kommen da kurz der 4 und hat sie mit dem Tombstone. Das reicht, um den Grimstalker immer tot zu kriegen. Trotzdem wieder mal kommt da Team Serenity, glaube ich, einfach besser weg. Ja, ist goldtechnisch tatsächlich besser und erfahrungspunkte technisch auch ein bisschen besser für Complexity. Also inzwischen ein ganzes Stück zurück sind. Natürlich, was in dieser Zeit nicht mit drin war in diesen ganzen Fights, ist die Broodmother. Die farmt einfach und denkt sich, ja, ich habe meinen Spaß hier. Ihr macht doch, was ihr wollt. Und eben der wichtige Wraith King ist gestorben. Und das ein Kanker hat, das dieses Mal blickt. Man sieht auch, die Midas ist gerade auf Cooldown gewesen für eine Zeit lang. Okay, die Pyrotation hier vom Undying. Aber der, wie gesagt, der muss da ein bisschen aufpassen. Broodmother. Ja, bisher hauptsächlich schlägt sie sich mit Creeps rum. Shit, muss man sagen. Er hält sich ja noch ziemlich zurück, aber er arbeitet noch auf das Aghanim Scepter hin. Wenn er das dann hat, geht da mehr Party ab. Und Wechsel-DB bekommt hier gerade mal eine Bounty Rune. Ja, zwei Bounty Runes. Da war eine noch gebunkert tatsächlich. Das waren gerade. Oder? 1, 2, 3, 4. Ah, okay. Doch. Ging raus, ging raus. Aber auf jeden Fall nur eine für Complexity. Jedenfalls 7000 Gold für ihn bereits. Mit Team Serenity. Jetzt wird der Tower ein weiteres Mal belagert. Mit den ganzen Skeletons. Und den wird Miracle jetzt hier auch kriegen. Aber man sieht hier, sein Radiance 2400 Gold hatte. Noch kein Relic. Wie sieht es beim Kunker aus? 2600 Gold. Also der Vorsprung ist ein bisschen klein geworden. Man muss dazu sagen, der Kunker hat keine Midas. Kann das nicht ganz so schnell farmen, wenn es nicht irgendwo die Dark Willow gefunden. Und Rogi, ja, schießt Gold da easy rein. Schnappt sich den Kill hier, Seafreak. Gefunden ist fressen. Ja, das sind die Bottom Lane, wird hier weiter gepusht. Miracle versucht da einfach den Raum zu haben, um ein bisschen farmen zu können. Ja, das ist ein OD. Limp kämpft sich hoch, so gut es geht. Aber immer noch die Angst vor der Spinne. Noch hier unten. Da wartet schon ZYD. Aber ja, Complexity schnappt sich jetzt endlich den Jungle. Und natürlich, die eigene Jungle wird schon die ganze Zeit belagert. Da mussten sie eben aufpassen, weil die Spinne sich hier die ganze Zeit rumtreibt. Und somit haben sie jetzt den Jungle quasi unten erobert. In der Bottom Lane und können da sich ein bisschen mehr Farm holen. Trotzdem sind sie schon 8000 Gold hinten. Also die Zeichen stehen nach wie vor nicht gut. 3200 Gold auf dem Kanker. Broodmother, fertiges Ärgern im Scepter. Und da sieht man 17 Netze zur Verfügung. Ah ja, man bekommt eben mehr Movement Speed und man bekommt wesentlich mehr Netze zur Verfügung. Das heißt, die Broodmother hat viel mehr Mobilität auf der gesamten Karte. Ja, einfach der T2-Tower wird belagert und da gibt es eine 70 komplette TP-Rotation, weil hier unten wurden mehrere Heroes von Complexity gefunden. Da ist ein Tabo, da ist momentan auch Miracle. Miracle geht down, hat hier nicht das Mana, um hier seine Ulti rauszukriegen. Da ist nämlich das Diffusal Blade, das dazwischen grätscht und auch Tabo wird hier nicht weg. Und versucht nochmal einmal kurz mit seinen Cox, wird aber weiter gesaugt. Er versucht einen TP, aber nein, da kommt der letzte Schuss von Archit und der schnappt sich damit einen Triple Kill. Zehntausende Goldführung, die Spinne ist zu diesem Zeitpunkt out of control. Das ist der Zustand, den Serenity erreichen wollte. Den haben sie auch erreicht und für Complexity sieht die Sache entsprechend miserabel aus. 17 Minuten gerade mal in diesem Game. Aber das ist halt die Natur einer Broodmother. Macht richtig schnell Tempo und will das Spiel einfach überlaufen. Und das sieht momentan sehr gut aus. Es kommt der Push so nach und nach Richtung Tier 3 Tower. Es steht nur noch, ja, es stehen hier noch die beiden Tower in der Bottom Lane. Aber die werden, denke ich, nicht mehr allzu lange halten. Da kommen auch schon die ersten Pings in die Richtung. Und man sieht sie eben, die Broodmother mit 11.000, 7.000 bei Miracle momentan, aber er hat zwar 7.000, da muss man denken, von den 7.000 stecken 3.000 einfach auf seine Bank. Das sind einfach 3.000 Gold, die Hälfte seines Wertes steckt momentan in seine Brieftasche und ist damit nicht wirklich nützlich. Das schlägt sich dann aus mit einem Spike, wenn er das Radiance fertig hat, aber das dauert halt noch. Allein das Relic würde ich schon ein bisschen helfen, ein bisschen mehr Damage. Also ein bisschen gut mehr Damage. Ich meine, Relics sind 60 Damage, das ist schon sportlich, aber trotzdem. Das fertige Radiance ist natürlich noch mächtiger. Aber auf der Seite Kuka, er hat sich das Rezept gekauft, schon mal vorsorglich. Braucht jetzt noch die 3800 Gold fürs Relic und Limp ist da wieder mal gefunden worden. Versucht sie da irgendwie Limpzeit und Rogi wartet einfach nur drauf. Er wollte hier rein, aber er kriegt den Stun nicht. Ja, verschätzt sich da ein bisschen, wo der OD steht. Er hat natürlich keine Vision gehabt zwischen den Bäumen. Hat da blind einfach den Joel gestartet in Hoffnung, dass er da eben den OD finden kann. Aber nein, Limp kommt dieses Mal tatsächlich davon.
Das Merkel pusht mal kurz die Top-Lane raus. Und er hat jetzt genügend Gold, zumindest mal fürs Relic. In dieser Zeit Archit, was ist sein nächster Plan? Momentan nichts im Quick-Buy, sondern er farmt einfach fröhlich. Er hat jetzt wieder 2700 Gold gesammelt. Und man sieht es hier. Komplexe, die reagiert, indem sie einfach die Creeps auf der anderen Seite der Karte schnappen, weil in ihrem eigenen Jungle halt einfach die komplette Belagerung von Team Serenity ist. Da geht einfach nichts. Da kann man nicht farmen gehen. Und Serenity pusht jetzt einfach weiter. Die letzte Tier 2 Tower soll da fallen. Wenn das ein Gezoll hier den Trade geben, kurz der eine Tier 1 ist schon tot. Da geht es auch weiter auf den Tier 2 mit den Skeletons. Wird dann noch weiter gepusht. Und momentan dann keine Reaktion von Serenity, denn die sind immer noch hier unterwegs. Die richten ihr Auge so langsam auch Richtung Highground. Da ist Limp unterwegs. Oh, der ist im Observer Wort gewesen. Der wurde gesehen. Und da sieht man es auch. Rochi mal wieder. Er hält da Ausschau. Bottom Lane wird immer noch belagert tatsächlich. Keine Reaktion von Serenity. Das ist tatsächlich ein bisschen verdächtig, dass sich da gar keine reintippt. Jetzt kommt der Kunker endlich mit dazu. Der Tower hat da schon die Hälfte der Hitpoints verloren. Das hätte nicht unbedingt sein müssen, aber Serenity hat eben gehofft, dass sie da vielleicht noch einen Fight kriegen. Dass sie eben vielleicht mit der Brutmutter noch einen guten Fight nehmen können. Wir sehen der Archit fertiges Medaillen. Skelette gegen Spinnen. Und dann ziehen sie erstmal zurück und Kunker hat als erstes das Radiance fertig. Zu dem Komplex-Team mit einem Smoke. Aber die Spinne ist da. Da wurde die Bounty Rune aber gesammelt. Somit sind wir bei 3:1 wieder mal für Serenity. 12.000 Goldführung nach 20 Minuten. Sieht immer noch nicht so gut aus. Der Weg führt immer noch nach oben. Erfahrungspunkte stagniert zu langsam ein bisschen. Aber das kann auch nicht endlos so weitergehen. Und der versucht jetzt hier einmal. Okay, die Dark Willow wird gestunt. Und ist dann hier mit dem Creep, der gefressen wurde. Und somit kriegen sie hier den Kill. Sie fliegt ein weiteres Mal. Jetzt ist auch endlich das Radiance fertig auf dem Wraith King. Es hat lang gedauert, 20 Minuten. Da kommt das nächste dann auch eine Heaven's Halberd. Mehr ist ein bisschen mehr Evasion. Und man kann eben ein Disarm starten. Das heißt, der Gegner, der davon getroffen ist, kann keine Auto-Attacks momentan einsetzen, wenn man disarmed ist. Also keine normalen Attacken. Quasi der Gegenstand, das Gegenstück zum Silence-Status. Bei Silence kann man keine Fähigkeit einsetzen. Bei Disarmed keine normalen Attacken. Und bei Muted kann man keine Items einsetzen. Und wir sehen, es geht auf Roshan. Der wird hier angegangen. Und das braucht auch nicht lange mit den Medaillen, mit dem ganzen Damage, der da ist. Da frisst sich da durch und denkt, sie wird sich auch. Sie hat auch ein fertiges Orchid schon. Also sie wäre im vollen Hunter-Modus. Mit den ganzen Items, die sie hat. Wenn die Brutmutter irgendeinen Hero findet, sie hat den. Ziemlich sicher. Der kommt nicht Leben weg. Und Archit her, jetzt auch nur mit dem zweiten Leben. Und jetzt kann sie natürlich auf Highground gehen. Man hat die Aegis mit dabei. Wenn das ein Team Complexity war, hier unterwegs, hat zumindest mal einmal diesen Jungle hier durchfarmen können. Zumindest ein bisschen. Nicht mal wirklich viel. Und Miracle währenddessen ist ja auch noch weit am Farmen mit den Skeletten. Versucht er eben selber nochmal mehr Gold reinzukriegen, um auf seine Heaven selber zu kommen. Aber da sieht man, die Belagerung im Highground ist angeplant. Bis der Smoke ist da auch mit dabei. Und Archit hier einfach hoch auf dem Highground. Tower ist schon ziemlich low. Da war kurz die Ulti von Seafreak angetäuscht. Das ist ein bisschen Bramble Mace, aber Archit frisst sich einfach durch den Tower durch und macht einfach fröhlich weiter. Die Brutmutter ist einfach ein großes Problem. Immerhin jetzt hier mit dem Radiance konnte ich die Spinnen tot kriegen. Das ist schon mal ein Vorteil für Complexity. Ich muss trotzdem aufpassen, wenn er hier vorne steht. Er hat momentan noch nicht. Er ist bisher noch weit weg von Level 20. Da kriegt er erst no Mana-Kost für seine Ulti. Und momentan, wenn ich ihn nämlich gefressen wird von der Spinne, hat er keinen Mana, um den Fähigkeit zu schätzen, gibt es ja immer das Du auf den Outward Devour. Das heißt, der ist erstmal inaktiv. Da kommen aber die Konterstanz. Da kommt das Boot mit dazu. Aber es geht jetzt hier wieder nach vorne. Es geht auf Tavo. Tavo geht down. Als nächstes erwischt sie auch noch 3-4-3. Und auch der wird. Nein, Rochi tatsächlich. Es ist nicht genügend Damage, was sie hat. Magnetize ist da auch mit drauf. Aber man sieht momentan, Serenity kann hier noch weiter fighten und will hier auch noch weiter fighten. Archit ist hier noch lange nicht fertig und nochmal geroutet. D4-3 ist noch am Leben. Gerade noch so. Flitten mehr mit bisschen tatsächlich. Es geht auf die Spinne und die Spinne geht down. Aegis ist damit aufgebraucht. Zweites Leben von Archit ist noch mit dabei. Nimmt direkt hier mit dem Astral Imprisonment. Wird aber dafür angerollt. Wird gestunt. Nochmal gestunt. Nochmal gestunt. Und damit geht er hier down. Sofortiger Buyback. Aber Miracle stirbt hier auch. Somit sowohl der. Ja, die beiden Carries sind gerade gefallen und beide haben hier Buyback genutzt und damit Serenity zieht sich erstmal ein bisschen zurück. Versucht sich da ein bisschen neu zu gruppieren. Da kommt einmal X-TP-Kombo, um mal kurz den Heal zu holen für den Earth Spirit und momentan geht es einfach noch weiter. Der Doom steht vorne dran. Einmal mit dem Crimson Guard, den
ganzen Auto-Attack-Schaden reduzieren. Und der Doom wird jetzt hier isoliert, bis er gute Aktionen von Komplexe kriegen, den Doom-Tod zu kriegen. Die kriegen den Doom auch. Da kommt zwar einmal das Boot, aber das reicht nicht. Und jetzt Complexity ist ein bisschen auf der Suche nach einem weiteren Follow-Up-Kill. Wollen ja nicht nur einen einzigen Kill haben, wollen da noch mehr haben. Da wird der Tombstone gesetzt, da kommt einmal der Hookshot. Aber es reicht nicht ganz so. Ah, doch. Mit den Stunts hier, mit den Cogs und da Grimstroke kommt da nicht weg. Grimstroke fällt hier auch. Und Team Complexity kriegt hier doch mal zwei Kills, aber haben natürlich auch beide Buybacks für ihre Carries gebraucht. Und momentan Archit. Ah, Archit? Hat überlegt, ob er da drauf rennen will. Wir sehen trotz allem, Goldführung ist noch bei 19.000 und der T3 Tower ist tot. Die Mini-Rex steht noch, die Ringe geht sie jetzt nach und nach hoch. Also nochmal das, den kompletten Untergang verhindert vom Team Complexity. Man sieht es auch, die Goldführung ist jetzt ein bisschen stagniert. Hat ihren Max-Out erstmal erreicht und geht jetzt wieder ein bisschen, ist wieder ein bisschen rückläufig aktuell. Natürlich, die Bootmother, irgendwann ist sie auch voll ausgeschaltet, das heißt, sie skaliert irgendwann nicht mehr. Bei der Masse an Farm, die sie hier reinkriegt. Aber aktuell kommt auch eine BKB mit dazu. Es gibt schon noch was, was sich hier Archit gönnen kann, um voll ausgestattet zu sein. Währenddessen Miracle, das macht seine Heaven's Halberd, das dauert noch. Oh, die währenddessen arbeitet am Hex. Wäre ein wichtiges Item, einfach mehr Kontrolle auch in die Fights zu kriegen. Das ist ein mächtiger Disable. Und hier geht es einfach auf die Bounty Runes. Es wird ein 2-2-Split dieses Mal. Hier könnte ja auch dann schon der Schrein angegangen werden von Team Serenity. Die wären ja gerade in der Gegend. Anka legt das sich auch gerade ins Zeug, versucht den Tod zu kriegen. Währenddessen ist Archit weiter am Farmen. Deine BKB eigentlich auch schon nah dran. Und davon eben Pillar Buyback oder nicht. Momentan, er kauft einfach ein, er braucht noch. Ja, da hat er die BKB auch schon fertig. Buyback ist ihm egal, wenn er eine BKB hat plus seine Ulti, hat er eh dermaßen viel Lifesteal und keine Kontermöglichkeit. Da bleibt er sowieso eine ganze Weile am Leben. Und wieder mal wird die Midlane hier weiter belagert. Da ist auch ein Katapult mit dabei, das kann man dann auch gleich mit nutzen für mehr Gebäudedamage. Und da kommt der Roll, da haben sie jemanden gescoutet. Und zwar ist es wieder mal Limp. Wird gesilenced, wird geslaut, wird gestunt und nochmal der Roll. Und das reicht hier. Das ist zu viel Damage und Limp kann da nicht wirklich viel dagegen tun. Da war nochmal der Tombstone, um ihm irgendwie zu helfen. Aber stattdessen wird der Tombstone einfach auch mit zerstört. Da kommt einmal der Tipp von Archit auf Limp. Denn ja, die wissen jetzt natürlich, das war ein Dieback. Limp kann nicht zurückkommen in den nächsten 60 Sekunden. Also die Situation ist wirklich miserabel jetzt für Complexity. Können sie da noch irgendwie was rauszaubern? Sie haben noch immer einen Raid King, der aber gerade auf der anderen Seite der Karte unterwegs ist. Und versucht die Creep Wave zu blocken, bis sie die Creep Wave zu cutten, damit hier irgendwann die Backdoor Protection wieder einsetzt. Problem ist, wenn Team macht dermaßen viel Damage, die erste Lane of Rex ist bereits tot und es geht an den nächsten Tier 3 Tower, 21.000 Goldführung. Hier wird nochmal die restlichen Creeps abgefarmt, dann hat man auch hier die Creeps dann mit am Start. Und momentan, ja, Miracle ist einfach unterwegs, warte mal. Selbst wenn er da dazukommt, er kann nicht helfen. Er kann nur helfen, wenn es wirklich darum geht, vielleicht Mega-Creeps zu verteidigen. Aber hier aktuell fühlt er sich noch nicht stark genug. Er braucht eben noch ein bisschen Gold für... Ja, da hat er sein Heaven's Halberd fertig. Das heißt, jetzt hat er sein nächstes Item. Jetzt will er mit dazukommen für den Fight. Wir hoffen, dass es die Wende bringt. Aber wie gesagt, diese Lane wird einfach aufgegeben. Die nächsten beiden Racks sind gefallen. Und da geht es schon mal auf den Undying. Undying geht down. Miracle sitzt damit am Start. Direkt Buyback von Undying. Und eben der OD ist jetzt auch mit dabei. Das ist nochmal der Last Stand, den hier Complexity quasi aufbauen kann. Die letzte Lane irgendwie am Leben erhalten. Man hat das nächste Item. Man hat den OD jetzt wieder mit dabei. Buyback nochmal genutzt vom Undying. Trotzdem, die Situation ist miserabel. Nach 27 Minuten 24.000 Gold hinten. Da gehen die Schreine jetzt dann auch down. Der eine oben ist schon tot. Damit stirbt das letzte äußere Gebäude für Team Complexity. Und man sieht auch, Team Serenity will mehr. Minaski, Archit. Ja, hat hier wirklich eine gute Show hingelegt mit seinem Bootmatter. Und jetzt macht er auch völlig weiter. Da kommt der Stun, der OD stirbt einfach, ist gesilenced, kann nichts tun. Der Tombstone wird gefunden, wird einmal eliminiert. Archit mit der fertigen BKB rollt einfach alles drüber. Auch der Kaka hat eine BKB, hat auch das Radiance mit an. Man sieht einfach, es ist ein Wegsterben von Complexity. Das können sie da überhaupt nicht wehren. Sie kriegen nichts. Ich meine, Serenity, da kommt, es ist nicht wirklich ein Hero auf Low Life. Denen geht's alle prima. Das sind 4 Kills und da kommt ein Freund, das GG. Und damit ist es das 1-0 für Team Serenity. Die Bootmatter-Show von Archit hier stark gemacht. Anfangsphase war noch ein bisschen ruhiger, aber dann mit den 2-3 schnellen Kills hintereinander gegen Seafreak, nicht gegen Seafreak, gegen Limp, ist das ziemlich eskaliert, ziemlich schnell eskaliert. Und die Midlane ist einfach auseinandergebrochen. Und damit auch die anderen Lanes wurden da schwer in Mitleidenschaft gezogen. Einzig Miracle war noch ein bisschen die Hoffnung, aber dann auch der ist gestorben. Ohne wirklich groß was fertig zu bringen. Und eben auch hat lange dann für sein Radiance gebraucht. Es ist einfach alles eskaliert. Und somit ist das 1-0 für Serenity. Und wir gehen ins Game 2.
Damit sind wir im Game Zeug. Gott, der Chatline-Spam. Wieso eskaliert das immer so? Ah ja, okay. Das wird beim International auch lustig, das weiß ich jetzt schon. Das dauert Chat-Gespamme. Jo, wir haben einmal die Heroes ausgetauscht. Wir haben so ziemlich... Und wir haben fast keine Wiederholungstäter. Wir haben Rogi nochmal auf mehr Spirit. Aber das war's auch so ziemlich. Alles andere hat sich gewechselt. Neue Carries für Serenity. Diesmal Archit auf dem Ember Spirit. Und wir haben ZYD auf dem Storm Spirit. Also zwei der Spirits und drei der Spirits in Serenity's Team. Die drei Spirits, der Earth Spirit, der Ember Spirit und der Storm Spirit. Dazu noch ein Venomancer und ein Oracle. Bei Complexity ein Ancient Apparition. Das ist der Support Limp in der Mitte auf dem Tiny tatsächlich. Und Juggernaut als Carry, Miracle. Ein weiteres Mal mit einem Millie-Carry unterwegs. Dann noch Rubik-Unterstützung und Tavo auf dem Pengo. Ja, und hier Bounty Rune wird bereits erobert. Wir haben auch einen Venomancer, der kann ziemlich giftig werden. Buchstäblich, das ist sein Job. Und wir hatten 2-2 einfach Bounty-Split. Nichts wirklich Spannendes. Mit Archit ein bisschen angegangen von Seafreak, aber auch nichts Großes. So, mal sehen, wie dieses Mal die Laning Phase läuft. Dieses Mal gibt es keinen... Tavo ist auch im Dauertaunten. Ich weiß nicht, auf welchen Hotkey der sich den Taunt gelegt hat, aber es muss ein Hotkey sein, der ziemlich gut erreicht, weil so oft wie der den drückt, das kann gar nicht anders sein. Ja, dieses Mal ist keine Blutmutter mit dabei. Das heißt, dieses Mal kann die Sache auch ein paar Kills im Early Game geben und es wird trotzdem nicht so richtig hart gesnowballt. Also man kann das ein bisschen mehr in den Griff kriegen. Wir sehen hier momentan einfach den Fight zwischen Pengo und Venno. Stop it. Einmal schon der wichtige Deny auf dem Range Creep. Der gibt am meisten Erfahrungspunkte, den will man am ehesten denyen. Damit das gegnerische Team, der gegnerische Hero nicht so viele Erfahrungspunkte bekommt. Trotzdem wird er einfach gerade Damage getradet. In der Toplane ist es eine 2v2-Lane. Momentan hier wartet Seafreak noch drauf, dass der Courier vorbeikommt. Der wartet aber noch. Er ist nicht unterwegs. Gleiches gilt auf der anderen Seite. Der Courier hat sich da auch noch ein bisschen Zeit gelassen. Hier gab es jetzt den ersten Go auf Tavo, denn da kam Rogi mit dazu. Wieder mal der Earth Spirit. Er ist dabei, er ist am Start und es gibt das First Blood für PYW für den Venomancer. Kein guter Start für Tavo in dem Fall. Aber da war einfach ja, der Earth Spirit mit dabei. Man wusste nicht genau, wo er ist. Er hat sich ein bisschen verdeckt rumgetrieben. Und ja, entsprechend exportiert der Courier. Er bringt die Self persönlich. Weil sie sich noch nicht sicher waren, wo Seafreak gerade rumsteht. Tatsächlich spielt jetzt hier einmal der Earth Spirit selber den Courier und bringt einmal die Self vorbei. Das wichtige Heal-Item, dass man eben am Anfang mit den Hitpoints besser klarkommt. Und hier natürlich, dadurch, dass man das First Blood erhalten hat, hat PYW natürlich hier den Vorteil ein bisschen in der Lane. Einziger Erfahrungspunkt tatsächlich ist Tavo noch gut mit dabei. In der Top-Lane wird hier ordentlich Rest auf Archit, der lebt aber noch. Kriegt endlich so einen Schaden ab. Es ist eine Tryline hier von Complexity. Dadurch sind sie hier natürlich... In den Erfahrungspunkten fallen sie da zurück. Einfach der Split von Erfahrungspunkte auf 2 Heroes zu Erfahrungspunkte auf 3 Heroes. Da fällt man einfach ganz normal zurück. Die Rechnung ist ganz simpel. Und Archit ja, wird jetzt hier also belagert. Zen Game wird dieses Mal nicht ganz so gut starten. Aber wir hatten bisher eine starke Bottom Lane. Tavo auch, man sieht es mit dem Slow. Da ein bisschen zu kämpfen vom Venomancer. Beide nähern sich Level 4 und jetzt hat der Venno tatsächlich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Jetzt hat wir auch gerade die Creep Wave fällt und da hatten wir... Was? Wo ist der Courier denn bitte gestorben? Der muss ja hier drüben gesniped worden sein. Auf jeden Fall ist der Courier tot. Von Team Serenity für die nächsten 2 Minuten. Das ist natürlich eklig. Am Ende doch wird es doch ein Courier-Kill. Bin nicht sicher, wo der gerade rumgeflogen ist. Tut mir leid, Rotopsammeln ist immer noch ein bisschen schwierig. Genau deswegen. Sag's genau in dem Moment, wo Otavo ein weiteres Mal stirbt. Ist eben die Laning Phase. Wo man sich nicht ganz sicher sein kann, in welcher Lane jetzt am ehesten was passieren wird. Wer am ehesten Move versucht. Midlane bisher sehr ruhig zwischen den beiden Heroes. ZYD und Limp. Aber so langsam kommt durch die Levels online. Das heißt, der Damage wird auch mehr. Und da ist auch Seafleak mit dabei. Da kommt. Oh, der Toss. Da wollte den Storm Spirit reinwerfen, aber hat das Targeting. Das ist. Man kann nicht wirklich. Bisher musste drauf klicken und am Ende der Toss hat nicht ganz funktioniert. Der Toss schnappt sich eben die nächstbeste Einheit, um die zu werfen. Das heißt, das kann schon mal gelegentlich schief gehen, wenn das mit Miracle auch Miracle belagert. Es gibt ja ein Miracle und ein Miracle. Also das mit E und das mit I. Miracle ist der
Der Carry von Team Liquid. Und Merrick Leben vom Team Complexity. Dann wir die einmal kurz am Creeps stacken. Sieht man hier. Creeps rausziehen und da. Das ist eben das Feld, aus dem man die Creeps rausziehen muss, um zu stacken. Da wird auch schön angezeigt, wie man stacken soll, doch bitteschön. Und da wird auch angezeigt, bei welchem Timing man stacken soll. Wenn man da die Alt-Taste mit dazu drückt, als Hilfe, wenn man ja noch nicht so viel Erfahrung hat. Und hier geht es einmal aufs Oracle, das versucht sich im Leben zu halten, aber da gibt es keine Chance. Oracle geht hier down. Und auch hier geht es dann noch auf den Ancient Apparition. Das heißt, die Position 5 Supports werden hier getradet von beiden Teams. In diese Tri-Line versus Tri-Line-Situation inzwischen. Also in der Top-Lane tummeln sich sehr viele Heroes, wenn das ist eben die Solo-Lane hier unten. Für beide, und da hat eben PYW inzwischen großen Vorteil, da nochmal den Solo-Kill auf Tavo bekommen hat, ist natürlich jetzt der Venomancer gefährlich weit vorne. Da muss Tavo auch ein bisschen Respekt zeigen, wie man hier auch sieht. Hält sich da zwischen den Bäumen. Curious respawned. Endlich mal. Und der Tavo ist schon ziemlich low, wenn da der Slow eben kommt. Von PYW, wenn da einmal das Venomous Gale sitzt, dann wird das gefährlich, wenn das nicht wird. Ja, okay, die Wohn konnte nicht contestet werden, zumindest nicht geklaut werden. Und es gibt hier dann 2v2 Runen-Split mit den Bounty Runes. Mit Lane, da gibt es gerade den Gau und da geht ZYD down. Und zwar mit der Unterstützung hier durch 343 kannte hier Limps sich den Kill holen in der Midlane. Auch mal wichtig, dass Limps Midlane ein bisschen besser läuft, nicht so wie im ersten Game. Wo er ziemlich überfahren wurde um die Zeit. Natürlich, die Bottomlane momentan sieht nicht so gut aus für Complexity. Da hat es relativ den klaren Vorteil mit den allerdings. Hier ist noch ein ziemlich ausgeglichenes Verhältnis. Level 5, Level 5. Toplane eigentlich auch noch. Also da ist noch recht viel drin. Das sieht man jetzt auch zwischen der Healing Ward mit am Start. Den will man auch immer hinten halten, weil der Healing Ward wird doch gut Gold. Den will man nicht einfach so verlieren. Momentan wird es hier einfach natürlich um die Last jetzt weiter gebattelt. Da führt momentan der Tiny, gefolgt von dem Venomancer, wenn wir hier ins Gold schauen. Venomancer führt dank seiner zwei Kills, die er bekommen hat. Immer mit der Unterstützung, einmal ein Solo-Kill und einmal eben auch das First Blood, das rechnet sich in Gold schon zusammen. Dementsprechend führt er da an. Und es wird einfach hier weiter Tri-Line gegen Tri-Line gebattelt. Venomancer hat es auch schon seit... Er hat direkt auf einem Midas tatsächlich. Also PYW hat viel Farben vor mit seinem Venomancer. Hat es auch die ersten Wards, die er setzen kann. Und belagert es hier mal diesen T1 Tau, hat dann das Katapult mit dabei. Aber das sollte echt zu verteidigen sein für Tavo. Mit seinem eigenen, ja, zum Swashbuckle, der eben reinspringt und den ganzen Damage macht. Man sieht doch, das Katapult bereits angeschlagen wird, ist auch vom Tower eliminiert. Also das ist kein Problem. Hier gab es einen kurzen Scan tatsächlich. Von Team Serenity auf die Position. Nicht sicher warum, aber okay. Und hier oben haben wir gerade drei Heroes gegen zwei. Und da kann der Lift, da wird gerade... Ja, das reicht nicht. Da kommt einmal der Holdfield Prop und damit stirbt der Ember Spirit. Mit drei Mann gegen zwei, da sieht man es eben, da hat einmal der Earth Spirit, ja, die Lane verlassen und prompt gab es den Kill auf den Ember Spirit. Es sind zu viele Spirits gerade in diesem Game. Mit Storm, Ember und Earth. Mal gespannt, wann ein vierter Spirit mit dazu kommt. Schätzen ja schon viele. Und ja, Limp einfach. Dieses Mal ein wesentlich besseres Game. Wesentlich stärkerer Start. Und dieses Mal dafür Archit ein bisschen ja, den schlechteren Start hingelegt. Man sieht, hier hängt da ein bisschen weit hinten rum. Eigentlich sind wir noch ein bisschen besserer Zustand als gegen Tavo. Und hier geht es jetzt auf den Venomancer. Der Rollunterstützung sollte da kommen. Tavo allerdings in seinem eigenen Roll ist damit erstmal Magie immun. Und kann hier noch fröhlich durch die Gegend rollen. Will natürlich am liebsten den Venomancer haben. Kriegt ihn noch nicht ganz. Reicht das hier? PYW, er wird hier sterben. 55 Gold für Tavo. Da kommt noch TP-Support von Seafreak. Und somit holt sich Tavo einmal hier die Revanche. Kann jetzt auch mal die Temperament zu kennen, hat ihn seine Ulti gekostet und auch wahnsinnig viele Hitpoints. Er ist mega low und oh, der Earth Spirit ist noch nicht fertig. Rochi rollt hinterher und er holt sich den Solo-Kill auf Tavo. Und kriegt dafür viel mehr Gold. What? 426 zu 109. Okay. Ach, weil Rubik tatsächlich auch noch Gold dafür bekommen hat für den Kill. Ha, das hat sich gesplittet. Tavo hat gar nicht so viel dafür bekommen. Also dafür hat der Earth Spirit eine gute Bounty erhalten. Der Top-Lane stirbt ein weiteres Mal Archit. Da wieder mal die drei Heroes gegen zwei. Das ist wieder die Situation. Da hat einfach Serenity nicht die Manpower, um da weiter bestehen zu können. Auch das Oracle hat da Probleme. Wird da getost aus dem Vollfield raus, aber das reicht trotzdem nicht. Der Damage ist da. Der Toss rein in die eigenen Kollegen reicht lock, um diesen Kill hier zu holen.
6 zu 4 in den Kills für Complexity. Eigentlich immer noch die, ja, die Bottomlane ist das Problem gerade für Complexity. Er wird auch nochmal weiter Go gemacht. Der Roll landet nicht von Rochi, während es versucht Tabo da rauszukommen. Die W ist auch mega low. Hielt sich nochmal hoch, setzt nochmal ein Ward und wird das auch überleben, wenn das mit Ruby da oben angegangen. Mit mehr Midpoint ist überall auch noch Venno-Wards, die ihn slowen, die ihn nach und nach killen. Auch der Observer fliegt, der Courier fliegt da nochmal rein, kann aber da nichts tun. Und am Ende überlebt das hier der Venomancer. Valentin holt sich da zwei Kills, ohne einen Hero zu finden. Oh, da ist nochmal der AA versucht die BYW zu erwischen, aber dein Coldfeed prockt nicht. Gerade noch weit genug gelaufen, um eben aus der Range rauszukommen, bevor das einsetzt, ansonsten wäre der daran eingegangen. Eine schöne Aktion hier auf jeden Fall, schöner Versuch vom AA, um diesen Kill nochmal zu holen, hat sich da eben auf den Highground gestellt und gewartet. Und hoffen, dass er da nochmal die Combo hinkriegt, aber hat leider nicht ganz gereicht. Und somit bleibt der Venomancer doch am Leben. Archie inzwischen der Midlane unterwegs, Limp allerdings Level 8, wie man hier sieht. Da sieht man eben auch, wie die Levels gelitten haben in dieser Tri-Lane. Dass die Russen in der Tri-Lane unterwegs waren, halt leveltechnisch nicht so stark sind. Dafür die Solo-Laner, wie man hier eben sieht, PYW Level 9 schon. Auch der Tower ist fast down, da unten steht jetzt noch der AA, der muss ein bisschen aufpassen. Tabo kommt damit dazu, ist aber selber nur Level 7. Mercury währenddessen hier fröhlich am Farmen, der wird auch eine Weile am Farmen sein. Der versucht gerade auf seinen Yasha zu kommen. Erstmal. Und ja, der Tower geht down und auf Wiedersehen AA. Die Slows des Todes, keine Chance. Da geht er down, Tabo ist dann in der Gegend, nein, das ist Seafrig sogar, Tabo ist hier oben und farmt. Seafrig ist in der Gegend, aber der konnte da auch nicht wirklich was tun, um seinem AA zu helfen. Somit der Tower ist down und Rotation von Rogi Richtung Midlane. Erstmal, wenn das ein ZYD schnappt sich die Toplane. Es wird weiter fleißig gefarmt. Der Venno führt noch immer die ganze Geschichte an. Nach der fertigen Midas wird bald das nächste Item folgen. Wen Bild geht er denn? Bisher die Frage auf dem Courier. Was hängt denn da rum gerade? Okay, da hängt ein ganzer Schwung rum. Einmal die Tomes bei Minute 10. Um die Erfahrungspunkte dann zu verteilen an die Heroes, die es nötig haben. Und das ist alles, das ist Archits Kram und XCJs Kram. Gott, die Nicknames killen mich. Hier ist Tavo unterwegs, gesmoked. Da ist ein Earth Spirit, da ist ein Ember Spirit. Beides sind unterwegs. Tavo, er deutet seinen Roll an, er will da eigentlich Go starten. Aber ist die Frage, kann da Complexity hinter die runter? Tavo rollt da rein, Archit dodgt aber einmal den Frost Blast, dodgt den Roll. Den Rolling Thunder und keine Chance damit für Complexity irgendwas zu tun. Bisschen zu lange gewartet quasi. Da kann dann schon zu viel Unterstützung von Serenity mit dazu. Einmal noch kurz der Root auf den Tiny. Aber das macht nichts wirklich Schlimmes. Und unten, oh, da ist wieder mal der Venno unterwegs. Kriegt den Slow, kriegt den Vollabslow und jetzt kommt der Giftschaden. Aber TP raus von Seafreak, das ist eben die Waffe, die man gegen den Venomancer hat. Wenn man getroffen ist, versuchen raus zu TPen. Und solange nicht alles landet, wenn die Ulti noch mit dazu kommt, man sieht auch hier, der Schaden tickt schon heftig runter, trotzdem Gegenheal vom Fountain. Also man kriegt da schon einiges an Schaden ab, aber eben, wenn man direkt TP't, kann man das durchaus noch überleben. Ah, es ist wirklich mächtig Damage, den Venno inzwischen austeilt. TP't sich jetzt hoch und tatsächlich Boots of Travel wurden hier gerusht vom Venomancer. Und eine Urn mit dazu, okay. Interessant hier, vom Hand of Midas in die Boots of Travel und eine Urn. Also da ist auf jeden Fall Tempo angesagt mit dem Venno. Man sieht sie auch, sofort geht's in die Midlane. Und weiter soll es gehen. Wards platzieren, Slows starten, Attacks starten und den nächsten Tower tot drücken. Erstmal die Tier 1 Tower vermutlich abfarmen für Team Serenity. Also PYW nutzt jetzt hier eben seinen starken Start, um fürs Team ja, mehr Raum, mehr Tempo zu verschaffen. Währenddessen Complexity versucht selber eine Tier 1 Tower zu kriegen. Da ist eine Reaktion von ZYD, der will sich da einmischen. Muss aber aufpassen, das sind drei Heroes gegen ihn. Aber er kann natürlich selber seine Ulti, das heißt sein Ball Lightning, er kann rausspringen aus einer brenzligen Situation. Wieder mal Tabo ist da unterwegs, wartet eventuell. Das sind jetzt schon vier Heroes von Complexity und da merkt jetzt auch gerade Serenity. Okay, das wird nichts. Wir geben den Tower hier auf. Midlane momentan geklaute Venno Wards von Seafreak. Damit kann er den Counter-Push starten. Beste Waffe gegen den Venno ist momentan, Venno's eigene Waffen gegen ihn einzusetzen. Und PYW ist hier fröhlich am Farmen. Immer noch die Midas. Als nächstes kommt das Spirit Vessel. Sonstige Items, da kommt ein Kaya für den Storm Spirit und eine Midas auch für den Ember Spirit. Also tatsächlich, Serenity rutscht sich da ein bisschen für längeres Game. Mehrere Midas da unterwegs. Währenddessen Tabo hat das, den einen Javelin, der eben sehr schön harmoniert mit seinem Swashbuckle. Weil für jeden Attack, den er während Swashbuckle macht, besteht die Chance, dass der Javelin proppt. Und das sind halt 25% Chance auf 100
Bonus Magieschaden, der auch durch Evasion durchgeht. So, bei Limp hier. Nach und nach wird hier auch gefarmt und zaufen Blinkdeck. Und er ist auch nicht mehr weit weg. Er braucht noch 200 Gold. Ist da nah dran. Und Chivin ist ein Schild hier unten. Von der Midlane. Oh, PYW hat Limp gefunden. Aber will da nicht weiter ein Follow-up starten. Wer dessen Seaflick ist, mal fröhlich am Farben Netz, wo die Venom Ward hat. Das muss er gleich mal nutzen. Dass er die Möglichkeit hat, vernünftig zu farmen mit ein paar Wards. Schnappt sich da selber ein bisschen Gold mit dazu. Holt er tatsächlich Tabu so ziemlich auf, was das Gold angeht. Ja, man sieht's hier, der Rubik hat da Spaß mit den Venowards, den geklauten. Pflanzt einfach seine Wards hin, zieht die Clips da rein und Stück für Stück kann er sich da hochfarmen. Auch in den Levels, Level 9 auf dem Rubik. PYW ist hier unten unterwegs, will selber eben mit seinen Wards farmen. Und auch Rubik jetzt hier mit einer Midas. Also es gibt richtig viele Midas in diesem Game. Das wird ein längeres Game nochmal werden, weil beide Teams dann ein bisschen auch Zeit brauchen, bis nach den Midas die nächsten Items kommen. Man sieht jetzt auch gerade, es ist hauptsächlich gerade Farmparty, keine... Okay, da Blink Initiation auf den Stormsplit, aber es reicht nicht, der Damage reicht nicht. Stattdessen gab es den Counter-Kill hier drüben auf den Rubik, der wird eliminiert. Beide Seiten mit einem Go, aber der Go war erfolgreich für Team Serenity. Und wieder mal bekommt PYW den Kill. Der Venomancer wächst weiter und der Rubik... Ja, da hat er zwar die Venowards, aber die retten ihn halt auch nicht vor alles. Und Archit, eigene Midas online. Miracle, ja das Yasha ist fertig, als nächstes kommt da ein Mentor-Style. Olymp, ja sein Blinkdecker wurde jetzt eben auch schon gezeigt, ja die erste Blink-Aktion bereits gestartet. Das heißt, Serenity weiß jetzt, dass ein Blinkdecker da ist. Und Tiny muss jetzt eben seinen Burst-Damage nutzen. Die Avalanche-Toss-Kombo, die er da hat. Man sieht auch beides mit jeweils 4 Punkten. Das ist massiv viel Magieschaden. Und mit dem Blink eben auch vor allem kann man direkt da sein und den Schaden raushauen. Aber es hat eben nicht gereicht, den Stormspirit zu killen. Es war knapp, der war ziemlich low, aber Born Lightning hat gereicht, um wegzukommen. Währenddessen, ja, Venomancer spielt einfach fröhlich den Push-Game. Fühlt sich ein bisschen uncontested an, deswegen PYW kann hier tun und lassen, was er will. Und Complexity will nicht wirklich drauf reagieren. Okay, da kommt direkt, da kommt einmal TP. Das sind halt so viele Mann von Serenity. Limp ist damit am Start mit seinem Tiny, mit einer Invis-Rune. Da kommt einmal noch die Ulti vom AA, der Frostblast. Limp mit dabei, springt rein, Avalanche-Toss und da wird einmal das Oracle vernichtet. Trotzdem, wie gesagt, das sind die ganzen Rest-Heroes von Serenity auch mit dabei. Tabo wird da getroffen von der Ulti von Venomancer. Sucht da rein, so beim PYW versucht zu finden. Das sieht... Ja, okay, Limp geht down. Dafür stirbt aber auch der Venomancer. Und jetzt CWW ist hier noch drin, versucht selber nochmal einen Kill zu machen. Kriegt auch nochmal den Kill auf den Rubik mit dem letzten Remnant. Dem Static Remnant. Und ja, Miracle hier schnappt sich nochmal den Ward, schnappt sich die Creeps. Somit am Ende ist es hier ein 3 zu 2. Der Tower bleibt auch bestehen. So, Complexity sich da mit einem nicht allzu schlechten Fight. Haben wir dann doch mal die Reaktion der Fight um den Tier 2 Tower hier. Fight Recap, wie man hier sieht, ja, das hat Complexity durchaus du getan. Da war auch der Omni-Slash noch mit drin. Und auch viele, viele Erfahrungspunkte. Gerade für den Pengo, 1400. Das hat Tavo um einiges hochgeboostet in den Erfahrungspunkten. Natürlich jetzt für Serenity ein bisschen, ja, gemerkt, okay, vielleicht nicht zu offensiv stehen, vielleicht müssen wir ein bisschen vorsehen. Okay, da wird Miracle kurz angegangen, aber der Slow sitzt nicht. Das Venom, ist es, ich denke mal, ist es Venom, ist es ist Venomous Gale. Hat aber nicht, ja, hat in dem Fall nicht getroffen auf den Juggernaut. Zudem hat er notfalls immer noch Blade Fury und dann TP, um sich aus misslichen Lagen zu befreien. Und man sieht hier Rotation. TP nach oben. Der Venno wollte da fast gerade mitziehen. Wie es aussah. Hat er, er hat auch. Er hat einen TP, glaube ich, gestartet und gecancelt. Und hier mal kurz scouten auf die Rune. Rune kam aber auf der unteren Seite. Es ist eine Region-Rune. Er hat direkt rangesappt. CYW. CZYD. Gott. Sag ja, die Nicknames killen mich. Will unbedingt die Region-Rune haben. Und ja, es wird einfach fröhlich gefarmt. 18 Minuten. Und man sieht auch bisher, es stehen noch alle Tier 2 Tower, es stehen noch einige Tier 1 Tower. Also es ist ein ganz anderes Tempo vom Game her. Viel, viel entspannter, viel relaxter, viel mehr Farmen geplant. Man merkt einfach, dass keine Brutmutter mit dabei ist. Das heißt, das Brutmutter-Team ist nicht halt doch irgendwo auf einem Timer und versucht diesen Timer halt zu treffen.
Und das ist bei beiden Teams hier nicht so wirklich der Fall. Beide fühlen sich da eigentlich recht entspannt, auch ein bisschen in die spätere Spielphase zu gehen. Man hat einen Ember Spirit, der sich später mit Daedalus und einem Rapier ziemlich krass ausstatten kann. Auf der anderen Seite ein Juggernaut. Der hat auch noch mehrere Items vor sich. Und dann sieht sie als nächstes geplant, ist da ein Mjolnir. Auch ein Pengo kann noch einiges an Items mit aufsammeln. Tiny ist eine schwierige Sache. Tiny, dem seine Nützlichkeit fällt dann irgendwann ein bisschen. Aber er kann auch auf sehr viel Crit-Schaden gehen. Für seinen Rechtsklick mit einem Daedalus. Das heißt, er kann nochmal mehr bursten. Aber Tiny skaliert nicht so toll ins Late-Game. Und jetzt haben wir hier kurz den Go. Z2D springt da rein und der AA, ja, ist einfach ein Easy-Kill. Und Renty macht auch weiter. Sie ist nie noch weiter unterwegs. Midlane wäre ein Tabo. Region Rune wird angeworfen. Stomp wird. Ne, er farmt hier tatsächlich lieber. Weiter in das Farm-Game spielen. Da kommt als nächstes. Das sieht mir nach einem Octarine Core aus. Nicht. Bloodstone. Entschuldigung. Komme ich denn da auf Octarine Core? Das ist ein Bloodstone. So, nächste Runde Bounty Runes und der Stormsword zappt einfach mal durch und dodgt damit auch die Initiation vom Tiny. Aber da ist Lexi noch nicht ganz fertig, ZYD kommt da raus, ja, Stormspirit. Generell, mit Storm, Ember Spirit, einem Venom mit Boots of Travel, da ist sehr viel Mobilität, überraschend viel Mobilität. Und da kommt einmal der Omni Slash, da kommt dann das Glimmercade, um hier den Venom zu safen. Trotzdem der Roll-In von Tabo, Doppelstun aufs Oracle, das Oracle muss ich nicht erwischen. Da kommt einmal noch der Frostblast mit dazu, das Oracle ist tot, Miracle TP'd sich raus mit dem Spin und am Ende ist es dieser eine Kill tatsächlich nur. Obwohl beide sind ziemlich fleißig fighten, stattdessen geht es einfach drauf auf den Tiny, den will man hier haben. Da kommt auch sofort die Pirex von zwei Mann und das reicht. Nimmt kommt da nicht weg als Tiny und wird damit zu Fall gebracht. Somit kriegt hier tatsächlich Serenity am Ende doch den besseren Kill, den teureren Kill. Dank der schnellen TP-Reaktion und da sieht man eben auch die Effektivität mit dem Boots of Travel vom Venomancer hier. Kann einfach schnell von A nach B wechseln. Das gleiche gilt eben für die anderen beiden. Hier ist auch ein Wall Lightning, reicht dafür, kann man, um schnell die Karte zu überqueren. Genauso wie hier der Fire Remnant vom Ember Spirit. Und ja, wir haben dann eben noch den Earth Spirit mit Sam Roll. Kann auch recht große Distanzen zurücklegen. Einzig das Oracle ist das, der lahmarschige Hero hier in diesem Team von Serenity. Alles andere kann mega viel Tempo an den Tag legen. Kann mega schnell über die Karte rennen. Bis auf das Oracle. Das hängt ein bisschen hinterher. Aber das will auch hinterherhängen, weil das will nicht in der Frontline stehen. Und das will lieber ein bisschen weiter hinten stehen und die Heroes notfalls safen, falls es zu kritisch wird. So, Miracle belagert hier den T1 Tower in der Mitte. Venomancer mischt sich damit ein, der Earthspirit ist auch mit dabei. Miracle aber dodgt hier den Roll, da sollte nochmal ein Kick kommen, aber es reicht nicht, Slow landet nicht. Und der Omni, der Juggernaut kommt da weg. Omni Slash, den Wuppenton. Omni könnte sowohl auf Omni Knight als auch Omni Slash hinweisen. Sag ja, mein Hirn ist da manchmal ein bisschen überfordert. Man sieht ja auch tatsächlich die Wards von Serenity um den Roche Pit rum, weil sie langsam wirkt. Langsam wird das ein Thema nach 22 Minuten. Zumal hier eben das nächste Item, der Maelstrom ist fertig, der Mjolnir kommt. Ansonsten Storm Spirit, da fehlt nicht mehr viel zum fertigen Bloodstone. Und beim Ember Spirit, er hat sich Drums noch geholt. Und jetzt auch einen eigenen Maelstrom. Ja, das sieht man eben, fertiger Bloodstone, fertiger Maelstrom und damit auch sofort ein Smoke, wie es aussieht. Das ist ein Smoke, ja, das ist ein Smoke da, das ist ein Smoke geplant, da kommt der Rolf, vier Mann, verdeckt, gesmoked. Versuchen hier einen Kill zu finden in der Mitte, oh, da ist der Juggernaut. Das ist natürlich der wertvollste Kill, den sie holen können. Da kommt der Silence fast an einen Spin, aber kein TP. Spin einfach nur weg, aber noch wäre Merklin dagegen. Und Serenity will auch noch weiter hinterher. Der Earthbird ist da auf der Suche. Miracle ist aber mit am Start. Da kommt der Seaflick mit. Da kommt der Lift. Und der Earthbird wird jetzt hier angegangen. Da kommt dann der Safe. Einmal mit dem False Promise vom Oracle. Rochi lebt da noch. Wird auch kurz nochmal unsichtbar gemacht. Aber nein, Omni Slash mit drauf. Und damit für diesen Earthbird jetzt. Ja, doch. Überlebt das. Überlebt das. Und jetzt ist hier Miracle mitten im River. Versucht da irgendwie zu beleben. AA ist währenddessen schon gerade gestorben. Hier drüben ist immer noch ein bisschen gebattelt. Da oben hängt noch gerade ZYD rum und ja, Miracle ist das große von mir, hängt jetzt hier immer nicht im River drin und kommt da nicht wirklich raus, kommt jetzt hier vom Venomancer und versucht jetzt hier wegzulaufen. Limp wird da geslowt, wird da geblockt. Das ist gerade ein chaotisches Engagement. Oben rollt Tabo gerade das Oracle tot, kriegt das Oracle auch tot. Während des geht's aber hier drüben auf den Tiny. Tiny stirbt, der Rest von Team Complexity kommt, wie es aussieht, raus. Der Juggernaut hat sich raus, TP'd in den Fountain, zum Schrein hier drüben tatsächlich nur. Und farmt dann sofort weiter.
Was für ein chaotischer Fight hier. Einmal hier auf dem Highground und im Fluss ging es auch noch zur Sache. Und trotzdem hier macht Serenity den besseren Fight, pusht den T1 in der Mitte und kriegt den jetzt auch. 3000 Goldführung momentan für Team Serenity. Und gerade eben der Venno ist da immer noch eine Gefahr. Ist immer noch hier gerade der Führende, was das Gold betrifft. Geht als nächstes auf ein defensives Item auf Type of Inside. Momentan Hood hat er schon. Hood of Defiance, danach kommt Pride of Inside und das ist halt Magiereduktion. Schaden für magischen Schaden. Und zwar auch fürs ganze Team. Man kann eine schöne Aura austeilen, die fürs ganze Team ein bisschen mitblockt. Und zeige ich auch recht viel Schaden, wenn man das so hochrechnet. So, wir haben hier den Archit, springt mal kurz rein. PYW ist da auch mit drin. Archit als nächstes will eine BKB. Storm Spirit als nächstes Orchid. Bei Juggernaut, es fehlt nicht mehr viel bis zum Mjolnir, aber es fehlt noch ein bisschen Gold. Und Tiny ist gleich ein fertiges Echo Saber. Dann macht er den Doppelhit. Und das ist eben, ja, er macht mit dem Baum natürlich sehr viel Damage. Er macht keinen schnellen Damage, aber eben das Echo Saber macht quasi sofort einen zweiten Hit. Und das ist das Wertvolle für Tiny in dem Fall. Orchi rollt er hier immer hoch mit dem Glimmer Cape. Und da, oh, der Sprung rein tatsächlich. Mit dem Rubik, mit dem gestohlenen Ball Lightning, aber Siegfried wird dafür mit dem Leben bezahlen. Da hat es sich halt in vier Gegner reingerollt, vier Gegner reingesprungen. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Und da kommt entsprechend einmal der Tipp mit dazu. Und da ist ein Miracle hier fröhlich am Farmen. 2000, er hat das 2000 Gold für den Hyperstone. Könnte sich seinen Mjolnir kaufen. Und will ja auch hier einen kleinen Fight eingehen. Fühlt sich da recht zuversichtlich. Hat natürlich, wie gesagt, Spin-TP. Das ist die magische Combo. Und da nutzt er sie auch und damit. Es gibt momentan keine Möglichkeit, das irgendwie zu unterbrechen. BKB Piercing Stunts sind beide nicht am Start. Stattdessen gibt es hier unten einmal den Go auf 343, aber dafür stirbt auch hier drüben der Earth Spirit. Da hat sich Limp nämlich den geschnappt. Hat eben selber den Burst Damage. Das ist das Gefährliche. Das ist eben die Combo und der das spontane 1800 Damage. Eisblast ist da auch noch mit rausgegangen. Es sind sehr explosive Fights. Beide Teams haben sehr viel schnellen Burst Damage. Mit den Remnants von sowohl Ember Spirit als auch Storm Spirit, Oracle Nukes und eben auf der anderen Seite die Tiny Combo, die sehr schnell sehr viel Schaden raus hat. Der Penko mit seinem Q kann auch schnell sehr viel Schaden austeilen. Natürlich notfalls noch der Burst, den AA austeilt, den Magieschaden. Davon auch nicht gerade wenig. Die 2 wird hier belagert und wird auch fast fallen. Gar keine Unterstützung und ja, okay, nee, tatsächlich. Der Tower verteidigt sich selbst, aber er hat nicht mehr viele Hitpoints. 210 noch. Und hier tatsächlich der nächste Smoke. Dieses Mal Complexity. Durchquert den Fluss. Wechselt auf die andere Kartenseite. Da ist der Venno im Blick. Kommt noch ein Wort mit zu. Und eben da ist wieder der Tiny. Die Blink-Kombo. Und ja, Smoke ist gebrochen. Und volle Kombo auf den Venno. Lebt noch ein bisschen länger. Gibt noch seine eigene Ulti raus. Aber das reicht für nichts. Da kommt auch keine, da kann auch keine Reaktion kommen. Das ist kein guter TP-Punkt in der Nähe. Merkel hat zwar nochmal den Schaden abgekriegt von Ulti, aber er hat ein Healing Ward in ein paar Sekunden. Das reicht locker. Zudem sind da noch gerade den Griefs mit dabei. Neue Miracle wird doch ziemlich low. Da setzt das Spinner. Jetzt hat er den Healing Ward. Jetzt ist alles gut und nur Schaden wird hier nach und nach rot gekloppt von Team Complexity. Währenddessen Team Serenity noch ohne Reaktion. Wobei Rochi könnte da reinrollen. Ja, die kriegen das auch. Oh, aber nein, zu spät. Nur Schaden ist down. Aegis geht an Miracle. Und Complexity hat es die Goldführung von Team Serenity wieder verringert auf 1000 Gold. Das ist jetzt eine sehr knappe zweite Runde zwischen den beiden Teams. Sieht den Vorteil hier ein bisschen, aber da geht jetzt wieder zurück. Genauso Erfahrungspunkte hinterher und wir hatten gerade einen toten Rubik hier oben. So schnell kann es gehen. Ist halt auch diese globale Combo einfach. Und da geht es auch der T2 Tower unten down. Ansonsten wird immer noch überraschend viel gefarmt einfach. Meides werden mehr und mehr genutzt. Hier mal ein bisschen Beef mit den Venno Wards. Healing Wards. Wir haben von allem irgendwie mehr im Game. Wir haben mehrere Wards, wir haben mehrere Spirits, wir haben mehrere Remnants. Ist doch schön. Dire's top tower is under attack.
Ansonsten sind wir hauptsächlich gerade einfach fröhliches Creeps pushen. Und da ist der nächste Smoke, die nächste Aktion. Das ist mal wieder Team Serenity unterwegs. Und da soll es ein Battle um die Position hier werden. Da steht auch Miracle mit dabei. Die stehen sich da einfach ein bisschen gegenüber und denken sich, jo. Da war aber hier hinten noch der Observer Ward, der hat das gesehen. Und somit hat eben sich hier Complexity ein bisschen eingebunkert. Da vorne ist Miracle tatsächlich und pusht hier ran. Er hat die Aegis. Also er hat ein zweites Leben. Venus ist halb so wild. Seafleet kommt jetzt aber dazu. Forstaff, um hier PYW nach vorne zu kriegen. Also das ist das Hurricane Pike. Und da kommt jetzt der Counter Initiation. Das Serenity springt da rein. Und es kommt nur das Silence hier auf seinen Mann. Und der Rubik, der wird jetzt erstes fallen. Wenn das ein Omnislash kommt, damit ran Miracle. Aber jetzt ist sie isoliert. Und er ist schon ziemlich lowlife. Und wird wieder weiter am Leben zu bleiben. Die spinnt sich da hoch, heilt sich ein bisschen hoch und unten geht's aber gerade auf den Pengo. Pengo ist dann, Limp springt rein, kriegt hier den Kill auf und sonst wieder ein Stoppel, dodgt hier nochmal den Baum, bleibt da weiter am Leben. Archer Venus ist da drin, da geht die Aegis down, da geht's auf Brief War 3, der lebt da noch. Rochi ist da ziemlich low, wird nochmal angegangen. Hier unten geht's gerade nochmal auf den Tiny. Tiny wird hier fallen. Limp kann das nicht überleben. Die Combo von Serenity jagt gerade nach und nach jeden Hero von Team Complexity und auch hier der Juggernaut hat Probleme, aber Spin TP von Miracle. Er kommt da nochmal raus, hat aber die Aegis verloren. Hier nochmal der Sprung direkt nach oben von ZYD. Er versucht nochmal einen weiteren Hero zu finden. Am Ende ist es hier ein 4:0 tatsächlich in diesem Fight. Die Heroes von Serenity haben alle überlebt, wurden wahrscheinlich ziemlich low, aber tatsächlich kein Kill hat hier stattgefunden. Stattdessen hat Complexity einfach einen Hero nach dem anderen verloren und die Aegis noch mit dazu. Aber es sind 3 Kills plus die Aegis. So rum. Ein Kill war quasi for free. Juggernaut jetzt mitten im Basher. Und ich brauche nochmal eine Runde Kaffee. Und auch Wasser. Aber bisher spannende Geschichte. Natürlich jetzt eine 6000 Goldführung ist schon sportlich. Gerade der Venomancer jetzt mit fast 20.000 Gold. Dass der Venom halt immer noch fleißig führt im Gold. Und stark. Immer noch mit einer 3000 Gold Führung hier. Top Tower 30 Minuten Bounty Runes sind auch schon erledigt. Natürlich die Midas inzwischen. Die haben sich mehr als bezahlt gemacht. Ich da einiges an Gold rausgeholt aus der ganzen Geschichte. Man sieht mit dem 90 Sekunden Cooldown. Sind auch langsam die höheren und höheren Talente. Level 20 bereits auf Venomancer. Generell Level 20 bei mehreren Heroes schon am Start. Ich muss nur gerade den Hotkey finden. Was war das? War es nicht. Irgendwo hatten wir eine Level-Übersicht. Das ist die Level-Übersicht. Ja, Level 22, Level 14. Das ist so die Spanne. Da fehlt noch das Level 15-Talent vom AA. Ansonsten sind die beiden Serenity-Carries nähern sich nach und nach Level 25. Und da ZYD findet den Weg zum Rubik. Rubik stirbt. 60 Sekunden schon. Das ist schon ordentlich lange für einen Rubik. Ah gut, es sind schon 30 Minuten im Game. Die Kills werden wertvoller. Und eben, das ist diese Combo, die da haben. Die können einfach einen Hero ziemlich einfach jagen, Serenity hier. Wo ich auch sagen muss, ja, wo man gerade, wo ich das gesehen habe mit der Rune. Tavo hat die letzte Zeit wirklich nicht viel erreicht. Also Tavo war recht unbeeindruckend in den letzten Minuten. Nimmt momentan fertige BKB und als nächstes geht's aufs Aghanim Scepter. Tavo, auch fertiges Aghanims, hat damit seinen schönen Swashbuckle, wenn während er springt mit seinem Shield Crash. Sieht richtig lächerlich aus, aber macht sehr viel Damage und das ist doch das Wichtige. Und wir sehen hier Push auf den Tier 2 Tower, also langsam schmelzen die Tower dahin von Complexity. Wollen auch nicht wirklich reagieren drauf, sie halten hier lieber ihren Highground. Sehen da auch BKB jetzt fertig auf dem Storm Spirit. Und hier drüben wieder mal Spin TP. Archit wollte da eingreifen, aber kann nicht wirklich viel tun. Wir haben Minute 33. Ember Spirit, linken Sphere als nächstes Item. Storm Spirit, Shiva's Guard und nächster Smoke. Und aktuell Team Complexity ist da versammelt hier um ihren Schrein. Da ist ein schöner Observer Ward für Team Serenity. Das könnte richtig gewinnen. Aber Limp ist ziemlich zäh. Limp hochzukriegen dauert ein bisschen, aber es geht stattdessen hinten ganz hier auf Tavo. Der ist gerade wichtig. Es ist dann versucht da wegzukommen. Ist immer noch gesilenced. Da kommt jetzt nochmal der Omni-Slash mit rein. Da wird geliftet, da wird reingesprungen. Aber Tavo und
Momentan 343 sind down. Was geht hier noch weiter? Da ist Miracle immer noch am Fighten, versucht irgendwie durchzukommen. Es gibt den Kill aufs Oracle, aber danach muss Miracle auch die Frucht ergreifen. Da wird von mehreren Heroes noch weiter gejagt. Nimmt, versucht er zu helfen, wirft hier Miracle einmal rüber zu den Creeps, um hier seinen Carry am Leben zu halten. Das wird dafür selber stark angehen, aber wie gesagt, Limp ist kein einfacher Kill, aber mit geballter Feuerpower kriegen sie auch den Tiny tot. 70 Sekunden letztlich ist er jetzt hier weg. 20 schnappt sich wieder 3 Kills hier. Ja, Miracle tippt nochmal kurz Limp, der hat sich dafür geopfert, um Miracle zu saven. Aber somit lebt der Juggernaut noch ein bisschen länger, der inzwischen Position 2 im Networth erreicht hat. Aber eine 8000 Goldführung inzwischen für Team Serenity. Die wird größer, die wächst nach und nach. Vielleicht nicht mega schnell, aber sie wächst. Man sieht es auch hier wieder. Mehr Gold, mehr Erfahrungspunkte für Team Serenity. Inzwischen Level 24 auf den beiden Spirits. Carry Spirits. Der Earth Spirit ist erstmal Level 17, aber das ist halt auch so Hashtag Support Life. Und da ist ein Octarine fertiggestellt worden. Von Archit. Doch kein linken Sphere, er hat auf den Octarine direkt gebaut. Das Gefühl, er hat lieber den Lifesteal von seinem Magieschaden und eben auch die Cooldown Reduction auf seinen ganzen Fähigkeiten. Ja, der Ward war natürlich. Der war sehr entscheidend für die ganze Aktion hier. Und das hat hier Team Complexity ordentlich was gekostet. Die Goldführung bald bei 10.000. Hier gibt es einen Fight. Der Kick. Also inzwischen auch. Vale ist da drauf. Yule Scepter auf dem Earth Spirit. Die ganzen Fähigkeiten sind dran. Also Serenity ist da eigentlich schon gut aufgestellt und ja, man sieht auch, farmt hier mehr und mehr den Jungle von Team Complexity. Damit die einfach nicht an so viel Gold kommen, damit die Goldführung noch größer wird im besten Fall. Nimmt momentan, naja, Level 20 fehlt noch ein bisschen. Wäre auch ein nettes Upgrade für ihn. Und hier oben schön gedodged hier. Schön rausgeblinkt, die Initiation. Haha, das war knapp. Aber er kam da raus. Hat mal einen Teil der Creeps vernichtet, aber da leben noch ein paar. Trotzdem, Tree Toss nimmt den Rest weg, aber es sind noch die Katapulte, die dafür Probleme sorgen. Und man sieht auch, da ZYD tankt da lieber den Tower weg, um einfach den Push noch ein bisschen länger leben zu halten. Aber kommt Glyph mit dazu, Konterglyph. Und dann hier oben geht es gerade noch auf den Tier 2 Tower. Mit gestohlenen Venoboards, Tieflinger ist mit unterwegs, Archit muss da auch ein bisschen aufpassen. Und somit der Tier 2 wird auch ein bisschen belagert, aber mit Tier 2 gedown und in der Top Lane tatsächlich wird der Tier 3 Tower schon ziemlich krass belagert. Das ist so viel Damage einfach mit 2 Katapulten, das macht einiges aus. Und wir sehen jetzt hier, Roshan ist bald wieder da, dauert noch eine Minute. Der nächste Roche. Inzwischen Butterfly fertig auf dem Juggernaut. Und wir haben den Go wieder da reingesprungen. Die Combo, Konter-Combo, somit sehr viel Stunts. Aber nein, Team Serenity momentan hier viel stark aufgestellt. Tabo rollt jetzt zwar rein, versucht da irgendwie durch zu. Oh nein, der Tabo steckt hier drin fest. Versucht ihn da rauszuspringen, kann auch rausspringen. Der safe auf den Venomancer. Und die Buybacks jetzt hier von Team Complexity. Wollen die nochmal raufspringen? Nein, wollen sie nicht. Buybacks zwar genutzt, aber es gibt keinen weiteren Fight. Tabo da ein bisschen mit dem Rolling Thunder hing da fest, ist da durchgebuggt, hat nicht wirklich die Wirkung erzielt, die er gerne gehabt hätte. Und die Cont Initiation von Limp hat nicht ganz gereicht. Zumal natürlich auch. Ja, wo haben wir's? Das war da, genau, Storm Spiriter. Zwischen 25 schon Charges auf dem Bloodstone. Bisher starten wir jetzt zwischen ihm mit mehr. Das heißt, Mana Rack ist ordentlich fleißig da. Wir haben tatsächlich eine Aktion von Complexity jetzt hier mit dem Smoke. Aber auch da wieder ein guter Ward. Ne, bitte, das ist ein Venoward. Ich glaube, das ist ein. Ah, Rochi könnte den Smoke brechen. Observer Ward jetzt auch von Complexity. Oder ist Archit versucht gerade raus zu tippen. Währenddessen wird jetzt aber der Venom angegangen. Und somit ist eben der Embers Bullet gerade weg. Und das nutzt sie gerade Team Complexity, um den ersten Kill zu kriegen. Es geht auf den Earthbird, der ist auch da ein sofortiger Buyback. Und jetzt der Versuch hier von Serenity, die Counterkills zu kriegen. Miracle ist da geslowt. Da wird hier hinten noch weiter gejagt, gejagt, gejagt auf den Rubik. Da springt hier gerade Archit ohne Gnade, sieht wie hinterher, und er kriegt am Ende auch diesen Kill. 100 Sekunden tot, wenn es nicht jetzt mal weiter den Go. Tabo ist wieder reingewollt, nochmal der Roll, aber der Stun landet nicht hier auf Rochi. Rochi jetzt wieder am Jagen, Tabo springt nochmal rein, nochmal den Disarm, nochmal die Combo hier. Und der Earthbird auch schon mit dem Buyback, also wenn der nochmal stirbt, ist es ein Buyback. Archit wird es ziemlich laut, Archit geht beinahe down hier. Tabo muss sich dazu, Tabo wird ziemlich krass geslowt, Tiny, wenn das jagt nach wie vor den Ember Spirit da oben, aber er kriegt den Stun nicht raus. Währenddessen gab es unten den Kill auf Tabo und der Sprung rein hier nochmal vom Storm Spirit. Da geht's auf den Juggernaut und der kriegt den Down. Vic 6 Killstreak tatsächlich und am Ende stirbt hier oben auch noch der letzte Mann von Complexity und zwar Limp wird da auch noch rausgenommen und somit ist es ein kompletter Team-Vibe. Es kostet 2 Buybacks, sowohl vom Storm Spirit als auch vom Earth Spirit. Also sie kriegen dafür das komplette Team.
wilde Fight hier von Complexity. Auch wieder weit gejagt in sämtliche Richtungen, aber jetzt ist Serenity am Drücker und ja, Buybacks bereits stellenweise genutzt. Der Juggernaut hat keinen gerade. Da fehlt das Gold. Buyback-Status, wie man hier sieht. Das sind die nicht schon sortiert? Die sind sortiert. Mehr oder weniger. Und da gab es den Buyback nochmal auf Tavo. Aber der Juggernaut fehlt. Und weil das Gold fehlt, 500 Gold, hat er zu wenig aktuell. Tavo hingegen versucht einfach mit dem Rolling Thunder ein bisschen Zeit zu kaufen. Mit seinem eigenen Scepter auch einfach reinrollen, glücklich sein, ein bisschen Creeps rausnehmen. Aber die Rex wird trotzdem weiter belagert. Und es wird zwar drüber gewechselt auf die Midlane. Also sieht schwierig aus für Team Complexity. Die müssen hier irgendwie einen guten Teamfight zusammenkriegen. Einmal das Team von Serenity wipen, damit das wieder in eine halbwegs vernünftige Situation kommt. Ich meine, sie haben Möglichkeiten, Creepwaves rauszupushen mit dem Juggernaut, mit dem Tiny, mit dem Pango, aber ja, trotzdem durch zwei tote Lanes ist schon ziemlich schwierig. Zumal jetzt auch die Schreine als nächstes fallen, dann gibt es noch Roche als nächstes Ziel, also der Weg für Serenity ist klar, was es als nächstes kommen soll, und jetzt ist endlich Team Complexity auch wieder komplett auf dem Feld. Storm Spirit arbeitet hier an einem Hex. AA arbeitet auch in einem Hex, aber das wird ein bisschen länger dauern. Das ist ein Limp. Ja, da kommt eben das Daedalus. Da habe ich ganz am Anfang mal gesprochen für den Crit-Damage. In Kombination mit dem Echo-Saber. Hier ist Siegfried. Macht einmal kurz den Scout. Hat da ein bisschen geplänkelt. Merkel ist immer noch auf die Jagd. Nein, er ist am, okay, er ist am Farmen. Nehmen alles zurück. Stattdessen hier die andere drei Heroes von Complex. Der ist Archit. Wurde auch gesehen vom Observer Board. Läuft aber weiter. Aber wie viele Sentry Wards hier auch. Also die Ward Party hier von Serenity ist schon krass. Hier stehen halt 8 bis 10 Wards umgefühlt. Dazu noch ein paar Wards vom Venomancer. Und wir sehen Team Serenity hier versammelt. Da soll nochmal ein Smoke kommen, so wie es aussieht. Ja, kommt der Smoke. Und los geht's. Falls jemanden finden kann, Go gestartet werden. Und da ist Miracle. Und da geht's auch rein. Da kommt dann der Spin rechtzeitig. Damit ist er erstmal safe. Kommt da raus. Auch nochmal kurz das Glimmer Cave mit drauf. Der Juggernaut wird hier nicht gekillt. Ist auch das schwierigste Ziel, das sich hier Xolenti gerade vorgenommen hat. Die anderen Heroes sind leichter zu killen. Beziehungsweise einfacher zu killen in dem Fall. Wenn man auf Limp drauf geht, man kann ihn zwar das... Naja, er hat eine BKB für Notfall. Also Limp wäre auch nicht das beste Ziel, aber ein Tavo, 343 oder ein Seafreak, die kann man eher tot kriegen. Und die jetzt mit dem Counter-Smoke. Roshan ist nämlich wieder da und der, da stehen auch Serenity um den Roshan rum. Zwischenfertiges Eye of Skadi auf dem Venomancer, der immer noch hier im Gold anführt. Also der hat wirklich ein starkes Spiel bisher gemacht. In dieser zweiten Runde. Complexity nimmt den Weg weit, weit außen herum. Bounty Runes sind noch lange kein Thema. So einfach weit außen rum zu laufen. Währenddessen steht Serenity hier und bewacht einfach Roshan. Das ist nämlich für die wichtiger. Da kommt auch der Scan. Haben das Gefühl, dass die eventuell hier oben stehen. Aber nein, da ist nichts. Dann währenddessen natürlich pusht diese Creepwave hier rein. Und das verrät die ganze Sache, dass Team Complexity gerade nicht zu Hause ist. Niemand kümmert sich um die Creepwave hier. Und Complexity ist hier und da ist eine Double Damage Rune. Das könnte Complexity wirklich die Möglichkeit geben zu fighten. Einfach nur mit der Double Damage auf dem Juggernaut. Hat die auch gebottelt, damit er sie nutzen kann, wenn er sie braucht. TP-Reaktion kommt zurück in die eigene Base. Wenn es ein Roshan ist, da wird noch nicht angegangen. Jetzt geht's los, Roshan. Er wird angegriffen. Kann Complexity irgendwas tun? Da fliegt einmal die Ulti vom AA. Fliegt rein in den Roche-Pit und wird auch treffen landen. Und damit weiß Complexity Bescheid, was abgeht. Kommt dann die Reaktion, ist die Frage. Sieht nicht so aus. Momentan Complexity bleibt eher zu Hause. Und ja, Roche ist ja ein kleiner Seafix, springt da tatsächlich rein hier mit dem gestohlenen Ball Lightning, aber nein, er wird einfach nur erledigt. Hat er irgendwas klauen können? Ne, er hat sein Inventar extra dafür freigeräumt, aber es hat leider nicht funktioniert. Schöner Plan, aber leider erfolglos hier für Seafreak. Hat da gewartet auf den letzten Augenblick. Ich meine, der hat es nicht ganz gelangt und damit ist er tatsächlich wieder für eine Minute weg. Das Doppel-Damage ist die noch, die müsste noch da sein, ja. Die ist noch da für einen letzten glorreichen Fight. 43 Minuten schon tatsächlich in diesem Game. Und hier geht das jetzt auch ein bisschen ruhiger an. Versucht hier ja, jetzt nach und nach die Bottom-Lane rauszupushen. Dann gibt es noch die letzte Lane of Rex, die man noch sich hier schnappen kann. Radiance Bottom Shrine has fallen.
Da mal her. Die Buff nach und nach abräumen. Und wir sehen, hier wird auch der Jungle mitgefarmt. Aegis auf dem Storm Spirit. Ember Spirit mit dem Cheese. Auch vor der Gebäsche. Da kommt das ein bisschen Blade. Ja, die Buff wird einfach gecuttet. Und es geht Richtung Tier 3 Tower. Stück für Stück. Auch die anderen Lanes können wir noch rauspushen. Ich sehe einen Eon-Disc in Arbeit für den Earth Spirit und das Oracle. Es kauft halt Wards. Das Leben eines Position 5 Supports. Es macht sehr viel Spaß. So, fertiger Bloodthorn schon sogar auf dem Storm Spirit. Genauso wie ein Yashakaya. Und tatsächlich, okay, hier steht sogar noch die eine Range Drax. Die Midi Rex ist wichtiger, die Range Drax. Aber kann helfen, um nicht gegen Mega Creeps fighten zu müssen. Der Unterschied ist deutlich, ob man gegen Super Creeps oder gegen Mega Creeps kämpfen muss. Da ist man eigentlich am Ende froh, wenn man eine Barracks noch irgendwie so halb am Leben erhält. Hauptsache, man hat keine Mega Creeps gegen sich. Man sieht tatsächlich Serenity wirklich sehr besonnen, versucht das sehr ruhig abzuspielen. Macht sie da gerade gar keinen Stress und Complexity hängt ja von der eigenen Base, 26 Gold inzwischen hinten. Können die da irgendwie ein Comeback draus starten? Miracle hat jetzt auch die Doppel-Damage schon genutzt, die ist auch bald wieder weg. Damit die Waffe schwindet nach und nach. Minute 45 Bounty Runes werden alle an Team Serenity gehen. Goldführung wird dann nochmal ausgebaut. 7000 Gold auf dem Venomancer. Kommt da der Autobuy auf ein Moonshard? Ne, auf ein Maelstrom ging es hier. Und Mjolnir ist da auch schon quasi vorbereitet. Also der fliegt gerade raus mit Rezept. Da kommt dann ein fertiger Mjolnir. Für Attack Speed. In Kombination natürlich mit einem Eye of Skadi. Ist auch ordentlich Damage. Und natürlich der Slow, der mega nervig ist. Wir müssen der Earth Spirit da auch ein bisschen farmen. Die Eon Disc müsste jetzt eigentlich. Die Eon Disc, man sieht es ja auch. Er hat den Vitality Booster auflockt. Das ist das Schloss. Das heißt, das Item wird nicht fertiggestellt. Und damit will Hirochi verhindern, dass das Item frühzeitig triggert. Das heißt, er wird das hier erst andocken, wenn er wirklich eine Gefahrensituation ist und will, dass die Eon Disc fertiggestellt wird und dann auch ausgelöst wird. Somit hat er da ein bisschen selber Kontrolle drüber beim ersten Mal, weil die löst automatisch auf, wenn man unter einem gewissen Prozentsatz an Hitpoints fällt. Und eben so kann er das momentan noch manuell kontrollieren und das einfach dann einsetzen, wenn er das braucht. Auch hier kommt ein Sheepstick als nächstes beim Storm Spirit und die Belagerung ist angesetzt. Der letzte Tier 3 Tower von Team Complexity. Miracle ist da vorne, der ist. Healing Board hängt dahinter, Setway, die springt mal kurz rein. Observer wurde da kurz eliminiert. Mehr Venomons sammeln sich hier und oh, der Jump rein, nein, Jump rein und raus. Bäume werden mal entfernt. Bisschen mehr, ja, die Fläche freimachen, damit man sieht, ob sich da jemand von Complexity versteckt. Complexity steht auf Mike und jetzt kommt der erste Go, der Stun. Einmal kurz geht's auf den Juggernaut. Juggernaut haut aber den Schaden raus. Man sieht, der Damage ist da. Da wird sehr gefährlich kurz für den Soundspirit. Der versucht jetzt hier zu kontern. Miracle aber mit dem Spin trotzdem der Roll. Jetzt geht's los. Der Spin wurde genutzt, jetzt sind wir hinterher. Da kommt die BKB, die ist da mitten drin. Versucht da Leute zu fighten. Da wurde gerade ja, der Heal ausgelöst. Hier geht's jetzt auf Roshi. Das ist genau das. Die Eon Disc wurde jetzt gezündet. Er ist erstmal safe. Jetzt kommt der Omni-Slash mit dazu. Und der ist der Venomancer. Der kommt hier nicht weg. Und ist damit erst nach 400 Sekunden tot. Tabo springt damit hinterher. Will weitere Kills hier ermöglichen. Jetzt ist hier die wichtige Situation. Gerade für den Komplex. Sie kriegen einen weiteren Kill. Auch Buyback hier vom Venomancer. Ist jetzt auch wieder mit dran. Tabo ist da jetzt isoliert und wird nie mega geslowt, kann gar nichts mehr tun. Der Pengo ist 420 Sekunden weg. Der AA hat sich bereits zurückgekauft und Pengo jetzt auch mit dem Buyback. Der Last Stand für Team Complexity. Man sieht auch, sie haben Probleme mit den Creeps in den anderen Lanes. Die Range Tracks hier ist inzwischen auch weggestorben während diesem Fight. Und Serenity macht da einfach weiter mit der Belagerung. Die Aegis ist noch immer aktiv. Auch, glaube ich, der Cheese. Ja, der Cheese ist auch noch ein Thema. Also bisher die wichtigen Sachen sind noch bekommen. Okay, Aegis, so schnell kann es weg sein. Der Burst Damage ist da. Aber dafür will Serenity sofort antworten. Der Venus ist jetzt eben wieder mit dabei. Macht dann auch noch den Slow und haut damit hier gerade den Tiny aus dem Leben. Miracle versucht den Schaden zu machen. Archie ist auch schon ziemlich low. Generell Hitpoints nicht mehr so viele da. Der versucht da weiter hinterher zu kommen. Nein, gelingt nicht. Stattdessen hier Team Serenity mit dem Disengage. Hielt den Storm Spell wieder hoch. Die Aegis ist ja inzwischen weg. Der Tower ist gestorben. Die Medirex lebt noch, regeneriert sich langsam. Complexity ist noch in diesem Game. Wird aber hier, wie es aussieht, direkt gleich wieder belagert. Und da ist gleich das fertige Abyssal Blade. Und damit kann man auch einen Stun durch eine BKB austeilen. Das geht mit dem Basher auch, aber das ist eben zufallsbasiert. Die 25% Chance. Mit einem Abyssal Blade kann man das direkt auch manuell machen. Hier ist ein Juggernaut, arbeitet an einem eigenen Abyssal, aber das dauert noch, bis er daran kommt. Er hat eben momentan noch Buyback angespart. Und will das Gold nicht raushauen und da kein Buyback haben. Das rentiert sich in dem Fall nicht. Sie müssen verteidigen, sie müssen notfalls den Buyback parat haben.
Rubik arbeitet an der eigenen BKB noch. Limp hier am eigenen Aghanim Scepter, das kann aber jetzt auch dauern. Hat auch noch für Buyback gerade gespart. Und Team Serenity hier mit der Geduld. Venomancer ist inzwischen nicht mehr führend, sondern er musste die Führung jetzt an ZYD abgeben. Das liegt einfach auch daran, weil es sich zurückgekauft hat. Muss natürlich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Er hat, ja, Buyback-Cooldown für die nächsten 6 Minuten. Das ist der Buyback-Status. Man sieht es hier, Buyback genutzt von Pango, von Venno, von Tiny, Earth Spirit und von Rubik und vom AA. Also Oracle, Ember Spirit, Storm Spirit und Juggernaut. Nein, Juggernaut hat das Item gekauft. Juggernaut hat ein fertiges Abyssal Blade. Oracle hat sich das Ding doch gegönnt, hat jetzt natürlich kein Gold für Buyback. Braucht noch 1700 mehr, also das wird lange nichts. Hat aber dafür eben ein fertiges Abyssal, was wirklich mächtig ist. Entsprechend ist Team Serenity auch weiterhin vorsichtig. 50 Minuten gleich. Venno jetzt nochmal mit einem Butterfly. Der rüstet gerade komplett um. So nach und nach hier Auto-Attack-Build. Das ist einmal der Earth Spirit. Warte, GE und das gibt's natürlich. Nochmal kann er das Spielchen nicht machen. Sondern der Move ist inzwischen durch. Aber es hat ihn auch gesaved. Der war da drin und war dann eben in ein bisschen schwierigen Position und hat dann seine Aeon Disc aktivieren lassen. Merkel gräbt nochmal kurz nach Battle Points und wieder kurz der Sprung rein raus. Ember Spirit, die Mobilität ist da. Kann sich das erlauben. Dann ist einfach disabled. Und momentan kommen die einfach drauf und dran, ihre letzten Rex am Leben zu halten. Die Millirex regeneriert sich. Langsam aber stetig. Aber man sieht ja auch, die Venom Wards lassen, kommen die Creeps raus. Und man will auch nicht den Highground verlassen. Gut, ihr müsst hier die anderen Lanes immer noch rauspushen. Limbs Aghanim Scepter ist nicht mehr so weit weg. Braucht noch 1200 Gold quasi dafür. Und wir sehen fertiges Sheepstick. Wie es so schön heißt. Das Scythe of Vice. Noch mit der Haste Rune hier unterwegs, mit der Arcane und einer Haste Rune und rein geht's und sofort hier der Gaumen zu dem Triple Remnant einfach. Combo! Einfach zerstört! Merkel konnte überhaupt nichts tun, er hat halt kein Buyback, weil er das ein bisschen Blatt gekauft hat, das ist komplett unnütz für sein Team. Da kommt noch die Venno Ulti, bisschen Schaden ging raus vom Pango, aber es fehlt einfach der große Damage-Dealer, es fehlt der Juggernaut. Was macht die Complexity ohne ihren Juggernaut? Sie versuchen sie zumindest mal. Archen springt da rein, da kommt sein eigenes ein bisschen Blatt. Der Pango ist ziemlich zäh, aber die Midrex stirbt. Rangedrax ist auch im Wegsterben, Rochi ist da ziemlich tief drin, ist da ziemlich low und könnte da eventuell fallen. Nein, da wird nochmal gesaved. Oracle, die Jagd ist angesetzt auf die Complexity Heroes, Mega Creeps sind da, Limp wird isoliert, Limp wird gestunlocked und geht da einfach down. Weiter geht's hier in den Fountain, die Heroes sind schon alle weg, keine Chance für Complexity, da kommt auch das GG Wellplate und sind hier am Ende. Kriegen sie einfach die massive Combo auf den Juggernaut, diese sofortige Gau hier, die mehrfachen Remnants. Der Juggernaut konnte nicht wirklich reagieren und war sofort weg. Merkel hat keine Rolle gespielt am Ende in diesem Fight. Und er war quasi das wichtigste Element, um den Fight zu gewinnen. Er war der große Damage-Dealer, hat extra das Abyssal Blade noch dazu gekauft. Aber hat am Ende nichts gebracht. Der Gamble hat sich nicht ausgezahlt. Hätte er dann Buyback gehabt, wäre vielleicht noch eher hilfreich gewesen. Aber somit hat sich das Thema erledigt. Und seine Team macht das in einem 2:0. Schönes Match hier noch. Generell schöner Kontrast zwischen jetzt hier einer sehr langsameren Strategie im zweiten Game, wo sehr viel Farmen auch mit angesagt war, Ruhe und Besonnenheit und einfach auf die richtige Gelegenheit warten, im Gegensatz zum harten Push-Game vom Game 1. Schöner Kontrast da. Ja, das war Cast Nummer 9. Hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.